Alright, dann begrüße ich euch nochmal ganz herzlich hier an dieser Stelle, kurz nach 9 am 16. März. Sonnige Temperaturen sind es noch nicht ganz, aber die Sonne strahlt uns hier mehr oder weniger auf den Pelz. Die Laune dürfte dementsprechend sehr, sehr gut sein. Ich freue mich heute, liebe Zuschauer, zum JFD Live Trading Event ATT in Kooperation mit JFD Brokers hier vorstellen zu dürfen. Das wird eine ganz spannende Reise in die nächsten zweieinhalb Stunden am Vormittag und dann natürlich am Nachmittag. Merkt euch das gleich vor. Wir werden heute Nachmittag dann auch nochmal eine Session fahren zum US-Opening, jetzt praktisch dann European Opening. Da freue ich mich auf jeden Fall, dass wir den Jungs über die Schulter schauen dürfen. Ihr dürft euch darauf freuen, wie hier praktisch der Händlerkreis von ATT vorgeht, den Markt analysiert, gegebenenfalls auch Live-Trades abfeuert. Und über dies werden wir natürlich noch erzählen, was mit der Geschichte von JFD und ATT sozusagen die Verbindung ausmacht und wohin hier die Reise auch noch gehen wird. Freue mich auf jeden Fall, dass ATT hier dabei ist. Das wird auch nicht das letzte Event dieser Art sein, gerade eben durch die Transparenz, die hier dann praktisch auch von ATT gelebt wird. Natürlich uns auch ein großes Anliegen, das an euch zu transportieren. Und ganz klar, ich sehe schon die ersten Fragen. Ich gehe gleich direkt drauf ein, weil da müssen wir auch direkt angreifen. Das Webinar, Gabriele, wird aufgezeichnet, 100%, wie jedes Live-Event. Und auch zum Agina-Trader, ich denke, das wird nicht das letzte Mal die Frage sein, aber dieser ist im Q1 ja anvisiert gewesen und so wird es auch kommen, liebe Zuschauer. Ende März ist der Launch definitiv geplant, sodass auch heute, ATT arbeitet ja schon länger mit dem Agina Trader, dann praktisch auch hier die Live-Umsetzung und Nutzung des Agina Traders möglich ist. Das heißt, ihr könnt dann hier neben den Plattformen MetaTrader 4 Guidance und MetaTrader 5, der dann auch im Launch steht, den Agina Trader noch nutzen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz feine Geschichte. Und damit wir auch wissen, wie man damit umgeht, wird uns ATT heute da hier den ein oder anderen Schmankel zuwerfen, denn das Tool an sich ist ja sehr umfangreich, aber definitiv sehr, sehr funktional in seiner Anwendung und auch nur zu begrüßen für alle, die dies mit dem Trading eben ernst meinen, weil es gibt viele, viele tolle Funktionen, soweit kenne ich mich da auch schon aus bei dem Tool, die man hier sozusagen nutzen kann, um seinen diskretionären Handel gerade unter Money- und Risk-Management-Gesichtspunkten zu justieren und auch optimal einzusetzen. Gut, ich will hier noch ganz kurz zu JFD den Hinweis geben, liebe Zuschauer, der es noch nicht erkannt hat, wir haben ja einen Relaunch unserer Website gestartet. Wir waren ein bisschen altbacken mit der alten Website unterwegs und haben uns da auch Zeit gelassen. Wir bitten hier um Nachsicht. Letztlich jetzt hier alles komprimiert, wofür wir stehen, was unser Standing ist und was wir im Sinne für euch natürlich auch tun. Und das ist im Prinzip der direkte Marktzugang. Okay? Kein Market Making, keine Spielereien, keine Casino-Modelle, nichts Inhouse-Handel und dergleichen. Gerade im Forex-Markt, aber auch im CFD-Pool geben wir die Orders weiter an den direkten Markt, beziehungsweise dann eben an einen Liquiditätspool. Und das spricht eben hier für faire, transparente Preisausführungen, die ihr im Übrigen, und das ist natürlich hier auch das klare Standing, die wir nachweisen können, die ihr prüfen könnt mit unserem Post-Trade-Report. Das heißt, ihr könnt eure Trades nachverfolgen lassen und dann auch auf Herz und Nieren uns prüfen, dass wir hier keinen Schabernack treiben. Okay, also liebe Leute, dann würde ich mal so langsam sagen, ihr seid bestimmt hier nicht, um meiner frohlockenden Stimme zu lauschen, wenngleich ich zum Devisenmarkt auch immer was sagen könnte. Wir hatten gestern ja den Fed-Event. Die Zinsen in den USA gehen hoch. Wird spannend, wie sich das weiter auswirkt. Vielleicht sage ich noch was zum Währungsmarkt, aber primär möchte ich die Bühne hier für ATT ebnen. Der Ton ist übrigens da. Grigori, müssen wir vielleicht im Chat nochmal analysieren, hier nochmal den Stecker rein und raus oder nochmal neu anmelden. Ich würde jetzt gleich mal aber hier kurz das Team vielleicht vorstellen wollen. Wir sind einige Teilnehmer, deswegen wundert es euch nicht, wenn jetzt hier verschiedene Stimmen aus dem Background kommen. In der letzten Zeit waren wir höchstens zwei, mit Ausnahme des letzten Events auch drei Teilnehmer. Heute sprengen wir hier den Raum ein Stück weit. Wir sind im Bereich zwischen 4, 5, 6 Teilnehmer. Das heißt, viele Stimmen am Start. Darum würde ich jetzt vielleicht, der Markt läuft uns nicht weg, der DAX hat eh ein riesen Opening schon hingelegt, würde ich vielleicht ganz gern kurz um eine namentliche Vorstellung von euch bitten, so nach und nach vielleicht Ali, der Head sozusagen oder auch Gründer der ganzen Geschichte zu Beginn und dann so nach und nach, wer hier praktisch mit uns heute am Start ist. Jungs, euch gehört das Wort. Ja, schönen guten Morgen von mir. Ich bin der Ali Feinkamp, ich bin der Gründer von ATT Trading. Ich habe hier das Ganze initiiert. Wir werden eh darauf eingehen, was eigentlich der Sinn von ATT mal war und ist und sich, wie die Zukunft sich da, wie wir uns verändern werden mit der Zeit. Dann möchte ich gleich weitergeben an meine rechte Hand, an Stefan. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite.
Mein Name ist Stefan Kobitz. Ja, vielleicht ganz kurz ein Abriss zu mir. Ali hat ja schon gesagt, wir gehen später noch ein bisschen detaillierter auf ATT ein. Grundsätzlich ist es so, dass mein Kollege Janis Alexiou und ich damals in der ersten Ausbildungsgruppe bei ATT waren, noch damals allein mit Ali zusammen. Also Ali hat uns persönlich ausgebildet und daraus ist dann ATT entstanden. Das Ganze hat sich dann heute weiterentwickelt bis zur Vermögensverwaltung. Und ja, und da sind wir jetzt als mittlerweile professionelle Händler und Ausbilder in dem Bereich technischer Handel, Trading. Und das wäre es dann auch an der Stelle ganz kurz von mir gewesen. Deshalb würde ich ganz schnell auch an Janni weitergehen, der mit mir in der ersten Ausbildungsgruppe war. Janni? Jawohl. Sehr schönen guten Morgen auch meinerseits. Ist mir wieder eine große Freude, so ein Live-Trading hier mitzumachen, wie Stefan schon erzählt hat. Von ganz Anfang an hier mit dabei und ja, ich lebe mehr oder weniger meinen Trading-Traum. Viel Spaß zum heutigen Tag. Sehr gut, sehr, sehr gut. Also vielen Dank. Momentan drei, da kommt vielleicht der eine oder andere noch dazu, aber es ist definitiv erstmal sehr, sehr schön und ihr habt ja hier eigentlich die Quintessenz der Startjungs am Start sozusagen. Ihr habt ja gehört, dass da ATT, wie gesagt, ein Ausbildungsprogramm forciert, um auch Händler dann tatsächlich in die Welt zu setzen und dann in Anführungszeichen natürlich, wie ihr jetzt auch gerade schon gesagt, einen gewissen Traum zu leben. Also ganz, ganz fantastisch. Insofern wollen wir doch mal dem Ali vielleicht über die Schulter schauen, ob er hier schon etwas entdeckt hat. Ich würde den Bildschirm sozusagen dann mal an Ali übergeben, damit ihr praktisch dann auch mal seht, was der Ali vielleicht schon entdeckt hat. Und insofern gebe ich hier, jetzt muss ich mal kurz schauen, wenn ich dich zum Moderator ernenne, müsste das Bild eigentlich auch rübergehen. Genau, ich glaube, jetzt müsste Ali den Bildschirm auswählen und dann gehört der Markt oder die Marktbeobachtung dem Ali. Und dann schauen wir mal, was geht. Hast du denn das mit dem Bildschirm, Ali? Oder muss ich hier noch was anderes klicken? Warte mal. Ja, Moment, dann muss ich selber, das ist alles hier neu. Ich kann auch, Moment. Ja, sehr schön. Ja, ich bin jetzt mal, ups, wo ist der Bildschirm wieder weg? Guckst du mal, Stefan? Ali hat einen anderen Namen, Christian. Moment. Okay, gib mir. Okay, das ist tückisch. Ali ist Ali Laptop. Ali ist Ali Laptop. Ali Laptop ist, glaube ich, jetzt aber auch Moderator. Müsste jetzt klappen, hast du gerade gemacht. Genau. Sehr gut, ja, das sehen wir es auch schon. Ja. Ganz kurz, es ist natürlich, weil wir Live-Training machen, ein bisschen riskant, jetzt schon reinzugehen, deswegen habe ich auch nicht so eine große Size gewählt. Ich habe den DAX jetzt mal geschortet, weil der natürlich mit einem Gap nach oben gestartet ist. Wir hier sehen, dass das eigentlich das Volumen jetzt beim Abwärts ein bisschen stärker wird und auch der Eurostox jetzt nicht so mitmacht. Meine Befürchtung war eigentlich, dass die Autowerte uns um die Ohren fliegen, aufgrund der Tatsache, dass gestern ja Trump wieder mal eine Entscheidung getroffen hat, und zwar, dass die Autosindustrie, diese Obama-Geschichte, dass sie bestimmte Werte nicht mehr übersteigen dürfen, bei den Abgasen und Co., dass die eigentlich zurückgenommen wird und dadurch den Autobauern es leichter gemacht wird. Und ich habe auch gesehen, dass die Autowerte mit einem Gap aufgemacht haben, aber diese Aufwärtsbewegung nicht halten konnten. Und da die Autowerte hier sehr stark sind im DAX, war die Idee einfach nicht pauschal, wir gehen hier short, weil der Markt ist zu long, nein, sondern weil eben diese Werte vielleicht den DAX drücken könnten. Wir arbeiten ja hier mit Wahrscheinlichkeiten. Es ist natürlich zum Longen nichts da. Wenn wir jetzt nicht das Live-Trading hätten, würde ich wahrscheinlich abwarten, aber wir wollen ja mal was zeigen, was möglich ist. Und das A und O vom Trading, und das ist das, worauf leider die wenigsten achten, ist immer das Money-Management. Das ist proportional zum Konto, müsste jeder eigentlich schauen, dass er die Size anpasst. Ja? Das heißt, wenn ihr ein größeres Konto habt, könnt ihr eure Positionsgröße nicht nur bei 1%, sondern halbieren, halbes Prozent am Risiko vom Gesamtkapital riskieren. Das ist, was ich jetzt hier mache, ist sogar unter einem halben Prozent und sage, okay, das ist jetzt nicht viel. Wenn es mir gegen mich läuft, ich kann dann immer wieder neue Trades machen. Ich zeige dann auch im Laufe des Tages Trades von mir im Aktienbereich, die seit längerem laufen und weit im Gewinn sind und die solche Verluste natürlich sofort abdecken, damit man nicht denkt, okay, warum riskiert das so viel Geld bei so einem Trade? Man hat ja im Hintergrund noch weitere Trades am Laufen. Und dazu auch kurz gestern natürlich, wir hatten ja die große FED-Sitzung, die Zinserhöhung ist passiert,
Aber die Märkte hatten sogar eingepreist, komischerweise mehr als 0,25%, sogar bis zu 1%, dass es insgesamt, also zwischen 0,50 bis 1% insgesamt, das erhöht wird, ist nicht passiert. Und auch die Ansage, dass weitere Erhöhungen moderat passieren, hat die Märkte dazu bewogen, was sehr selten ist, trotzdem neue Hochs zu machen, aber unter dünnstem Volumen. Also wir hatten gestern echt sehr dünnes Volumen und werden sehen, ob das weiterhin hält. Dazu kommt noch, mit heutigem Datum hat die USA die Schuldengrenze mal wieder erreicht. Man kann die jetzt noch mit ein paar Tricks verlängern, bis der Senat darüber entscheidet. Das wird auch noch sehr wichtig. Darüber haben wir auch einen kleinen Text geschrieben in unserem internen Forum. Das werden wir dann auch kurz vielleicht dann posten hier in den Chat, dort in Facebook. Dort kann man immer wieder solche Sachen lesen oder auf unserer Facebook-Seite. Dann schauen wir uns das auch an. So. Vielleicht, ja, haben wir noch andere Werte vielleicht oder Fragen dazu? Könnt ihr jederzeit Fragen in den Chat schreiben, wir werden es versuchen zu beantworten. Schüler sind ja auch da, wenn Schüler was haben zum Zeigen, natürlich bitte reinschreiben. Wir wollen ja gemeinsam schauen, was wir machen. Und dann werden wir im Laufe des Tages auch noch darauf eingehen, was wir hier machen eigentlich tagtäglich. Wir können ja mal kurz zu mir schalten. Und dann gucken wir uns mal den DAX an, auf dem großen Bild. Das war jetzt, Ali hat jetzt das Opening quasi gehandelt, auf dem ganz kleinen Bild. Vielleicht mal die Analyse, was hier überhaupt los ist. Es ist, man kann es nicht übersehen, es ist ein klarer Aufwärtstrend, der sich jetzt mittlerweile hier sehr weit in der Bewegung befindet, heute Morgen hier neues Hoch gemacht hat. Auf Tagesbasis sehr stark, natürlich aufgrund der ganzen Geschichte, die da gestern passiert ist. Jetzt wird das Ganze hier wieder ein bisschen abverkauft, ob das jetzt hier nur so eine ganz kurzfristige Korrektur wird oder ob dann wirklich das Ganze mal ein bisschen stärker abverkauft wird, das werden wir dann heute im Laufe des Tages sehen. Jetzt da oben zu shorten ist natürlich sehr riskant, ja, aber Ali hat es schon gesagt, wenn man das richtige Risiko-Money-Management hat und dann auch die Trades, die anlaufen, dann kann man das natürlich auch riskieren. Es ist sehr enger Markt, deshalb ist auch der Stop sehr eng. Und deshalb kann sich, wenn der Trade aufgeht, das Ganze auch lohnen. Ich würde jetzt hier vorerst nichts machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mittelfristig orientiert wäre, würde ich erstmal natürlich wieder auf eine Korrektur warten. Wenn ich ganz kurzfristig orientiert wäre, dann wäre für mich eigentlich die Idee auch eher abwärts, so wie Ali das gemacht hat. Aufwärts ist meiner Meinung nach im Moment fast noch spekulativer, hier weit in der Bewegung noch auf die nächste Aufwärtsbewegung zu spekulieren. Aber zurzeit ist es halt auch wirklich so, man kann fast immer long gehen und man ist dabei. Es ist ein bisschen perplex. Gucken wir uns mal den amerikanischen Bereich ein. Das ist hier der Dow Jones. Der läuft auch die ganze Zeit nur bergauf. Hatte jetzt mal so ein bisschen eine moderate Korrektur hingelegt und ist jetzt wieder stärker unterwegs. Was eventuell heute auch interessant werden könnte im Laufe des Tages, gucken wir uns das mal an. Das heißt, sollte es hier nochmal ein bisschen zurückkommen und dann hier untergeordnet nochmal ein kurzfristiges Aufwärtssignal geben, dann können wir uns das gerne heute Nachmittag anschauen. Die Gefahr ist natürlich jetzt groß, dass er hier so ein bisschen wieder in diese Seitwärtsphase rein verkauft wird und dann hier unten auch bleibt. Das ist halt die große Frage. Kommen jetzt die nächsten Allzeithochs oder geht es jetzt dann eventuell erstmal hier wieder zurück in die Range oder und dann eventuell auch wieder tiefer. Was wir ungerne machen, ist dieses in Richtung Allzeithochs handeln. Das mögen wir überhaupt nicht. Also wir wollen ja immer Trends haben, tief aus der Korrektur und am besten mit Zielen in die Richtung, in die wir handeln. Das haben wir jetzt hier im Moment nicht, außer dieses Allzeithochs. Das finden wir ein bisschen schwierig. Deswegen eigentlich hier im Moment lieber Short als Long, aber sollte das Ganze hier einen schönen Trend nach oben hin ausbilden, dann kann man das natürlich gerne auch long handeln. Das werden wir dann heute um 14.30 Uhr uns anschauen, wenn die US-Märkte aufmachen. Ansonsten im S&P sieht es ähnlich aus, da sind wir jetzt schon wieder fast am Allzeithoch. Der Nasdaq hat gestern Abend schon wieder ein neues Allzeithoch gemacht. Da müssen wir mal schauen, was da so geht. Der DAX, neues Hoch. Eurostox, auch neues Hoch. Aber ist jetzt nur moderat rübergegangen, könnte man auch eventuell shorten. Das wäre zum Beispiel jetzt eine Idee, wo man vielleicht ein paar Punkte rausholen könnte. Das können wir uns aber noch angucken. Also grundsätzlich ist es nicht so, dass wir immer sofort rein
bringen. Wir gucken uns das immer genau an. Manchmal muss man schneller reagieren. Manchmal hat man ein bisschen mehr Zeit, wie zum Beispiel beim Eurostoxx, beim S&P, wo die jetzt nicht so ganz so wertig sind. Aber ansonsten, das wäre jetzt vielleicht mal so ganz kurz die Analyse am Morgen der Indizes, was man machen könnte oder was man vielleicht lassen sollen. Genau. Okay. Christian, wie siehst du das? Genau, jetzt hake ich auch gleich mal ein. So, das große Bild, ich sag mal, seht ihr, wir sind ja jetzt nun in einer guten 8-9-jährigen Rallye, jetzt mal so wirklich Big Picture gesehen. Seht ihr die Party so grundsätzlich 2017 weitergehen, nach dem Motto, ich meine, wir knacken ja jetzt einen hoch nach dem anderen. Geht das jetzt gerade vor dem Hintergrund der Leitzinserhöhung in den USA? Ich will nicht zu viel fundamental werden, aber meint ihr, das wird weiter ein gutes bullisches Jahr oder seht ihr zum Jahresende hin doch ein bisschen Gewitterwolken und sozusagen gegebenenfalls mal so rein zyklisch, muss ich das an der Stelle mal einwerfen, schreit ja vieles dafür, dass wir mal ordentlich absacken. Also sozusagen der Markt wirklich mal eine stärkere Korrektur vollzieht. Seht ihr das ähnlich oder seid ihr da, auf welcher Seite seid ihr vom Team so, sage ich mal, Big Picture ausgerichtet? Ich meine, man kann hier nur eine Glaskugel nehmen. Um Gottes Willen, das ist ja alles unverbindlich, Haftungsausschluss eh klar. Aber so tendenziell, wie, habt ihr da eine Meinung zur Großwetterlage? Ja, eigentlich relativ. Also wenn man jetzt hingeht, wir haben ja eine Rallye, die durch die Trump-Entwicklung entstanden ist, die damals auch bei Reagan war, der genau dieselben Aussagen getroffen hatte, wir werden hier Kürzungen durchführen, wir werden die Wirtschaft zum Wachsen bringen, Arbeitslosenzahlen, also genau dieselbe Geschichte, die Reagan gemacht hat, macht Trump auch. Damals ist der Markt auch um die 15% gestiegen und ist danach aber mehr als über 25% gefallen. Wir haben die Situation, dass jetzt die Zinsen steigen, das heißt, die Aktien werden dann nicht mehr so attraktiv werden. Wir haben das Problem eigentlich, dass die Arbeitslosenzahlen sehr gut sind, eigentlich niedriger als vor der Krise momentan. Und selbst diese, ich sage mal, theoretischen Sachen, die Trump machen wollen würde, diese Investitionen, auch daran ist Reagan gescheitert. Das ist ja kein Unternehmen hier, das kann man nicht von heute auf morgen umsetzen. Da muss das ja alles durch die Ausschüsse, durchs Parlament, durch den Senat. Also das ist nicht so schnell zu machen und er steht auch nicht so gut da, obwohl die Republikaner im Ausschuss stärker sind, weil die Tea Party ist ja ein Fan von Trump und die sind die Hardcore-Leute. Mhm. Das heißt zum Beispiel Ted Cruz, der Chef der Tea-Abteilung ist, der dort auch zuständig ist für Budgets und so, der wird wahrscheinlich ihm nicht die Genehmigungen geben. Das sind Leute, die sogar die USA in Zahlungsausfall fallen lassen würden, nur um Recht zu behalten. Weil Ted Cruz war auch Präsidentschaftskandidat und wurde ja von Trump bis aufs Übelste auch beleidigt während des Wahlkampfs. Das lässt sich nicht gefallen. Dann kommt dazu, wir haben ja, wie du sagst, 8 Jahre eine Rallye gehabt, einen Bullenmarkt gehabt und die Luft wird immer dünner. Man sieht es an den Volumen, an den Aufwärtsbewegungen, dass auch die großen Fonds und Pensionsfonds und auch die Hedgefonds nicht im Markt drinnen sind. Sobald es abwärts geht, steigt das Volumen ums Doppelte. Das zeigt schon allein, dass die Gefahr immer größer wird. Ich tendiere dazu, dass ich sage, jetzt wo die Zinserhöhung stattgefunden hat, denke ich, dass wir in den nächsten Monaten wahrscheinlich die ersten Arbeitsbewegungen sehen werden, mit Ende des Jahres auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Luft jetzt, die das hoch erreicht worden ist, weil wir auch eigentlich nicht mehr viele Ziele nach oben haben. Vor allem auch in den Bereichen, den großen. Also ist unsere Tendenz eher, short zu gehen und nicht nur, weil wir das glauben, sondern wenn wir uns die Analysen von den großen Investmenthäusern anschauen, von den Leuten, die das seit 20 Jahren, 30 Jahren machen und zur Creme de la Creme gehören, ist es auch vor allem deren Meinung und wir schließen uns da auch nur an und halt versuchen, in den Markt schon reinzukommen. Das ist ja auch eine Art unseres Tradings, ist sehr klein, es immer wieder zu probieren und dann pyramidisiert in den Markt hineinzukommen. Das ist, wo wir auch schon Videos gemacht haben, die ich aufgezeigt habe, wo man mit kleinen Positionsgrößen relativ frühzeitig versucht, diese Bewegungen zu antizipieren. Eben sehr aufs Money Management bedacht. Da gehört dazu, dass man am Anfang Verluste hinnimmt. Aber wenn man aufs Money Management achtet, reden wir hier von 1-2% vom Depot. Und wenn das dann läuft, dann ist es relativ schnell sehr vergrößert, auch kleinere Konten. Dazu haben wir, glaube ich, auch in YouTube 2 Videos, wo man sieht, was aus 9.000 Euro innerhalb kürzester Zeit, wenn der Markt mitmacht, natürlich da rauszuholen ist. Ali,
Entschuldigung, ja. Wollte ich nicht unterbrechen im Redefluss, sorry, aber sehr, sehr interessant, was du sagst. Ihr positioniert euch dann praktisch in eine positive Pyramide, richtig? Genau, genau. Das heißt, wir fangen klein an, das heißt, bauen mal einen, versuchen einen Gewinn rauszuholen. Aus diesem Gewinn gehen wir dann und vergrößern unsere Stücke. Sehr gut. Und sind dann, wenn Bewegungen in den Trend übergehen, relativ früh schon dabei, können die Stops hinterher ziehen und dann das Konto relativ schnell vergrößern. Dazu braucht man aber Geduld. Das dauert, deswegen auch die Fragen, die gekommen sind, ja, wir haben eine Drawdown-Phase bei uns in zum Beispiel im Copy Trading, darauf gehen wir auch ein, aber wir reden hier von 1%. Ach, das ist ja nichts. Da muss ich auch sagen, Ali, danke für die Transparenz. Also das ist ja hervorragend, wie du das sagst. Und da muss ich kurz vielleicht für alle Zuschauer, die jetzt hier sozusagen mit on air sind, das ist übrigens die große Disziplin des Tradings, neben dem, dass wir alle schon Börsenbücher gelesen haben und viel über Money Management. Und das kommt hinten raus immer zu kurz. Ali, 100% bin ich bei dir. Ganz, ganz klar. Ist aber de facto der Unterschied, das sehen wir auch bei unseren erfolgreichen Kunden, der, die es schaffen, positive Pyramiden zu bauen. Weil das ist der Punkt. Also da muss man wirklich sagen, da unterscheidet sich auch ein mittelmäßiger Trader zum guten Trader und der gute Trader zum sehr guten Trader, weil der, der es eben raus hat, im richtigen Moment positive Pyramiden zu bauen, der macht eine Outperformance. Und das lässt sich über die Jahre hinweg feststellen und die besten Performer bei uns sind genau die, die das tun. Und da gehört eben auch mal dazu, dass man eine Ohrfeige kriegt, weil man nicht in den Markt kommt. Wenn man es aber schafft, seine entstandenen Gewinne sozusagen nochmal zu reinvestieren im Sinne einer weiteren Position in die Bewegungsrichtung, dann ist das eine hohe Disziplin. Und das kann ich euch mal hier an dieser Stelle durchwerfen, dass das tatsächlich eine Art ist, im Training erfolgreich zu sein, wenn man das schafft. Aber es ist psychologisch teilweise nicht einfach umzusetzen, wo eben die Masse leider scheitert, müssen wir ganz ehrlich sagen. Aber Ali, vielen, vielen Dank. Fahr ruhig weiter fort. Ich wollte es nur gerade einwerfen, weil das Thema passte ideal zu dem, was wir sozusagen als Standing haben. Das ist ein sehr wichtiges Thema, was du ja auch wiederholst und ansprichst, weil ich sage immer zu meinen Schülern, man kann fast alles handeln, wenn man das Money Management im Griff hat. Und ich sehe jetzt schon, ich mache das jetzt schon, glaube ich, seit 10 Jahren, dass die meisten Leute nicht nur an der Psychologie scheitern, aber vor allem dadurch, dass sie nicht das Money Management im Griff haben. Und das sehen wir auch, muss ich leider sagen. Wir haben ja das Copy Trading angefangen, haben den Kunden eigentlich gebeten, bitte nicht selber auf den Konten zu handeln. Mhm. Wir dürfen es nicht verbieten. Mhm. Man kann ja auch mit einem einzigen Schreiben, was wir zuschicken, ein zweites Konto öffnen und da eben selber handeln und haben gesehen, die Leute, die seit das Copy Trading angefangen hat, einige schon ihr Konto halbiert haben, weil sie da einfach auch in den Markt rein wollen wie wir, aber ihr Money Management überhaupt nicht in Kontrolle haben. Wir hier doch viele Trades versucht haben, die gelaufen sind, weil haben viel mitgenommen, aber die Verluste sind immer extrem orbitant klein. Und das ist sehr wichtig, weil darauf kommt es an. Man muss realistisch sein, Leute, man kann nicht mit einem kleinen Konto hingehen und sagen, ich werde reich davon, wenn ich jetzt da immer nur kleine Positionen handle, sondern das kann nur funktionieren, wenn man vernünftig pyramidisiert. Das Thema anzusprechen, da kommt gerade die Frage von der Daniela, das werden wir versuchen, vielleicht später grob zu erklären, aber es ist echt ein Thema, was für Fortgeschrittene ist. Wir werden später, wenn wir Ruhe haben, vielleicht nochmal darauf eingehen. Und das ist das Thema, so kann man kleinere Konten auch groß handeln. Vielleicht, wenn eben das Interesse ist, Daniela, schau einfach in unseren YouTube-Kanal. Da gibt es eben das Video, was ich gemacht habe. Das ist so, wie man es pyramidisiert. Und es wird auch erklärt, warum und wie. Ich kann es auch gerne nachher nochmal machen. Genau. Das Thema hat man schnell in 10 Minuten auch zumindest mal veranschaulicht. Das ist gar kein Problem. Sehr, sehr genau, gut. Aber bitte vorsichtig, weil das ist natürlich ein Thema, das sehr komplex ist, das richtig zu machen, weil man braucht viel Übung und Erfahrung. Und auch unsere Schüler, die mit uns täglich üben, versuchen das langsam umzusetzen, weil es sehr lukrativ ist, wenn man natürlich frühzeitig in einen Trend hineinkommt und dann dabei ist. Und wenn andere erst versuchen reinzukommen, hat man schon die Position aufgebaut und versucht hinterher zu kommen. Genau, also danke Ali, dass du auch auf die Daniela eingegangen bist. Wie gesagt, das können wir dann, zum einen den Link von eurem YouTube-Channel könnt ihr gerne mal reinstellen in den Chat, so dass du Daniela vielleicht mal schauen kannst, was da Ali da schon mal live aufgezeichnet hat. Ansonsten natürlich, Stefan, klar, wenn du magst, kannst du da nachher nochmal drauf eingehen, wie man das sozusagen praktisch macht. Ansonsten, Ottmar, das Webinar wird aufgezeichnet, 100%.
sind wir auf jeden Fall dabei. Mit dem Wert, Gregori, ist es so, ihr seht hier gerade den Screen vom MetaTrader 4, was der Stefan hier noch auf seinem Schirm hat. Und da seht ihr oben links DE30, Deutschland 30 Cash heißt das Ding. Das ist unser 24-Stunden-DAX, der durchhandelt, den ihr da seht. Und wenn der Stefan das Underlying wechselt, dann seht ihr das immer links oben, da in dem Chart praktisch, da wo jetzt gerade unter seinem Fall beim M5, ist der 5-Minuten-Chart, drunter DE30 Cash, das ist der deutsche Aktienindex sozusagen, der Kassa, der hier dann läuft. Im Grunde genommen der 24-Stunden-Index. Wir haben auch noch den DAX 30 Xetra, das ist dann praktisch der Kassa-DAX, der hier dann mit einem Gap daherkommt, also von 9 bis 17.30 läuft sozusagen. Das, wie gesagt, als Erklärung. Ihr könnt sozusagen 24 Stunden handeln oder eben auch dann die Xetra-Session. Muss jeder für sich wissen, klar ist, dass in der Nacht aufgrund fehlender Indikationen auch der Spread, der standardmäßig bei uns bei einem Punkt liegt, dann von den Liquiditätsprovidern ein Stück weit größer gemacht wird, aufgrund dessen, dass eben die klare Marktindikation fehlt. Das muss man wissen. In der Nacht ist das Spread ein Stück höher und das kann, wenn man mit engen Stops sozusagen Overnight-Positionen hält, eben zum Ausstoppen führen, aber da muss man eh vorsichtig sein. In der Nacht kann es ja auch vom asiatischen Raum her oder wenn es eben ein Fed-Event am Abend gibt, immer mal wieder hektisch werden. Und das mal als Info am Rande. Da haben wir auch jetzt den Euro-Stoxx 50 sozusagen hier gerade auf dem Schirm vom Stefan, aber das denke ich mal ist ganz, ganz gut zu sehen an dieser Stelle. Ich habe eine Frage zum Bund bekommen. Handelt ihr den Bund bei ATT? Wie ist denn das eigentlich? Bund Future? Natürlich. Ja, der Bund ist eigentlich eines meiner Lieblingsinstrumente zu handeln. Wir haben jetzt nur das Problem, dass der Bund jetzt sehr auf Nachrichten reagiert, und zwar wegen der Frankreich-Wahl. Der Bund war ja die ganze Zeit und ist eigentlich immer noch long. Nur das Problem ist halt natürlich, sobald die Spreads zwischen Frankreich und Deutschland ausweiten, wenn die Le Pen in den Umfragen vorne ist, bewegt sich der Bund nicht mehr so wie früher so sauber. Und der ist auch nicht gerade, der Bund-Future ist ja nicht der günstigste Future, das darf man nicht vergessen, wir reden hier doch von 25 Punkten. Aber an und für sich sehr sauber, wenn wir nicht diese politische Geschichte hätten. Wir haben ja jetzt die Wahl in Holland gehabt, die ist ja jetzt doch pro Europa ausgefallen. Aber jetzt in Frankreich, dort ist ja das Auge, was passiert dort. Und man hat auch gesehen, dass die Staatsanleihen sich da sehr stark darauf reagiert haben. Und darauf müssen wir halt Acht geben, und Sachen, die politisch unter Einfluss stehen, handeln wir vorerst nicht, weil uns das zu gefährlich ist. Aber normalerweise, ja, ist der Bund ein sehr interessantes Instrument, weil es auch sehr zügig normalerweise in den Gewinn läuft und sehr schnell die Trends aufnimmt. Ja, ist interessant. Also da denke ich dir den Zuspruch zu geben, ist natürlich dann auch immer sehr, sehr newsabhängig, die ganze Geschichte. Ingo fragt gerade, ob Stefan live handelt. Das ist ein Live-Account, wie wir hier sehen. Und das wird Stefan natürlich nur tun, wenn sich da auch wirklich was tut. Der Ali hat vorhin im Future schon was abgefeuert. Der dürfte so langsam in deine Richtung laufen, glaube ich, Ali, oder? Ja, da können wir ja auch gerne wieder hinschalten, Stefan. Genau, und dann würde ich natürlich auch nochmal das eine oder andere zeigen. Jetzt ist so, wir haben jetzt mal einen minimalen Gewinn. Ja, das ist nichts, das ist noch gar nichts. Wir sehen ja, wo ich ungefähr meinen ersten Teilverkauf machen würde. Und wir warten noch, bis es in diese Richtung geht. Es gibt da noch andere Möglichkeiten, Teilverkäufe zu machen. Das wäre nicht nur, dass man sich per Limit abholen lässt, sondern per Stopp-Teilverkauf, was ich am liebsten habe. Aber dazu muss der Markt auch mitspielen. Das Ligma-Diode ist noch nicht scharf. Ich schaue mal, ob noch Dynamik entsteht oder nicht. Zu der Frage überhaupt, ob bei uns, wie das System bei uns funktioniert, ja, wir handeln alle live. Bei mir ist die Bedingung, um im internen Team zu sein, dass jeder von seinem Trading leben kann. Bei uns in ATT bekommt auch keiner Gehälter oder sonst irgendwas, außer die Administration, die eben im Hintergrund arbeitet. Und das ist der große Unterschied. Wir sind hier keine Coaches, die von Schulungen leben. Es gibt hier keine Guru-Status, sondern einen, der das Ganze initiiert hat, und jetzt geht das weiter. Darauf werden wir später aber noch eingehen, sondern wir handeln alle live, wir handeln keine Demokonto, auch unser Copy Trading ist ein Echtgeldkonto dahinter von der Firma, und auch unsere eigenen Trader haben dort Konten drinnen und genauso in der Vermögensverwaltung. Und wir sind auch offiziell lizenziert, darauf gehen wir auch noch später ein. Also wir arbeiten sehr transparent. Ich glaube, das ist einzigartig, wie das bei uns funktioniert, weil wir genau das haben wollen.
was wir bis jetzt vermisst haben. Dazu würde ich aber eher, ich würde sagen, nach 11 Uhr dann drauf eingehen, dann können wir gerne über das ganze System hier reden, wie man Händler wird, was für Leute gedacht ist, die auch nur nebenbei das als Zweiteinkommen haben wollen oder dergleichen. Darauf gehen wir dann auch noch alles später ein, würde ich sagen, wenn dann schon wieder Ruhe im Markt ist. Sehr, sehr gut. Also wie gesagt, Ali, es hat sich natürlich hier gelohnt, dein Einstieg in Anführungszeichen gelohnt hat sich noch nichts, weil das ist ein Buchgewinn, der kann sich auch ganz schnell wieder umkehren, aber die Idee von dir sozusagen absolut nachvollziehbar. Und liebe Zuschauer, ihr seht hier den Agena Trader, für alle, die jetzt neu dazu sind, das ist natürlich ein Tool, eine Plattform, eine Handelsplattform, die zum Teil auch automatisiert arbeiten kann oder viele vorgefertigte Templates hat, die wir auch bei uns jetzt zum Ende des Monats launchen werden. Dürft ihr euch also darauf freuen, an alle Fans des Agenas Traders. Ihr wartet schon lange, ich weiß das, aber was ewig währt, wird gut. Wir haben es jetzt letztlich auf den Weg gebracht. Wir sind hier schon in der Beta-Live-Phase so, dass man im Prinzip den Schalter schon umlegen könnte, aber wichtig ist eben, dass alles funktioniert und da auch hundertprozentig der Flow stimmt. Was Ali auch sagt in Sachen Transparent, Echtgeldkonto, kann man nur unterstreichen. Das ist auch ein Punkt, warum wir gesagt haben, ATT macht ein Druck. Mit ATT wollen wir gern was zusammen tun und ich freue mich, dass wir da seit Herbst letzten Jahres eine Partnerschaft begonnen haben, die jetzt in das Copy Trading auch übergegangen ist, weil es wie gesagt auch viele Gurus gibt, auch viele Marktschreier, auch viele, die, sage ich mal, scheinbar aus dem Finanzmarkt kommen und da Kenntnisse haben, aber dann, wenn sie es transportieren, dann doch den ein oder anderen Kommentar rauslassen, der so nicht ganz richtig ist. Deswegen muss man ganz klar unterscheiden zwischen Schein und Wirklichkeit und was hier abläuft, ist im Prinzip ja live und auch was wir machen bei JFD mit unserem Post-Trade-Report ist keine Spielerei und unabhängig dessen, wo man reguliert oder lizenziert ist, geht es darum, was man als Broker darstellt und wie transparent man ist. Ja? Und das muss man ganz klar an der Stelle unterstreichen, denn da gibt es wirklich Unterschiede. Ihr wisst es, es gibt Firmen, die waren von der britischen FCA reguliert, von der BaFin reguliert, also Firmen in Form von Broker, die hier oder jüngstes Beispiel, ich will keinen Namen nennen, aber mit Handelsverbot in den USA, Klagen aus Hongkong und anderen Geschichten, wo man einfach sagt, egal wo reguliert wird, wenn jemand hier einen Schabernack treiben will, dann tut er es wahrscheinlich auch. Es wird sich hintenrum rächen und ganz klar, bei uns ist das nicht der Fall. Wir haben keine Klage, wir haben eine weiße Weste und das wollen wir auch noch weiter nach vorn transportieren. Und wer von euch eben da hier Transparenz sucht und auch faire Ausführung, der wird zwangsläufig nicht bei uns vorbeikommen. Und ich freue mich auch, dass wir hier eben im Prinzip auch viele Advanced Trader haben, die sozusagen hinter die Kulissen schauen. Ja, am Anfang bist du geblendet von der Plattform, von vielen Farben, von wunderbaren Candlesticks, die sich hier in bunten Farbreihen darstellen. Ja, und man ist beeindruckt von der Plattform, ähnlich wie in einem Casino, wo alles blinkt und flackert. Aber die Frage ist eben, die Orders, die man aufgibt, beziehungsweise der Partner, mit dem man handelt, handelt man mit dem oder handelt er zum Beispiel gegen einen? Oder spricht man eben von Dealing Desk und Market Making, alles solche Geschichten, wo man hier wirklich, wirklich aufpassen muss. Ja? Also da geht es immer nur darum, prüft mal euren Broker, ob ihr einen Market Maker Lizenz habt, hat, prüft mal euren Broker, ob er den Post-Trade-Report darstellt, das soll nichts anderes heißen, als dass er nachweist, wohin der Trade gegangen ist. Und bei uns gibt es das auf einem neunseitigen Report. Werde ich nachher auch noch was zu sagen. Ali, wie gesagt, wird nachher auch noch was sagen zu unserer Kooperation. Das ist fein. Ali sichert hier gerade den Trade ab, beziehungsweise hat jetzt hier seine Aktivitäten. Erzähl uns doch mal, was du gerade machst, Ali. Ja, ich ziehe jetzt, also ich kann entweder per Limit oder aussteigen mit einem Teilverkauf oder mit Limit. Ich möchte jetzt noch nicht per Limit raus, weil für mich kann es passieren, dass da sicher Stops vielleicht von einigen, die kurzfristig unterwegs sind, liegen könnten. Es geht ja hier mal, wie kriege ich da Bewegung hinein. Und da wollen wir da auch mal vielleicht da die Position vielleicht mit weniger Gewinn absichern, ein Teilverkauf und dann hätten wir eigentlich weniger Risiko, falls es in den Verlust geht. Genau darum geht es ja. Das ist ein sehr aggressiver Stil von mir. Man könnte jetzt auch pauschal hingehen und die Hälfte rausnehmen und den Stopp auf Einstand ziehen, weil wir hier in einem sehr gefährlichen Markt sind. Aber ich beobachte ja parallel ja auch noch, gerade wie ich vorher schon erklärt, warum ich den Trade überhaupt gemacht habe, auch die Autowerte, die Siemens zum Beispiel, die auch gerade am Fallen ist, solange die noch nicht wieder steigen, bin ich noch immer für meine Trade-Idee offen, werde den Stopp oben lassen, sollte ich sehen, dass jetzt zum Beispiel der Markt da auch die Einzelwerte drin, sich den Stopp hier auf einstellen und habe eigentlich mit einem kleinen Gewinn zumindest mal den Trade gemacht. Ali, du, ich habe nur auch einmal, unsere Schüler hat den Trade auch so umgesetzt wie ich. Da Lars, ne?
Ja, der Lars schreibt das auch. Das ist auch sehr schön. Unsere Schüler haben auch viele Trades gemeinsam gehandelt. Also zum Beispiel die Starbucks. Das können wir uns am Nachmittag mit den Schülern anschauen. Ich glaube, da sind fast die Hälfte unserer Schüler drinnen, weil wir eben täglich unsere Sessions haben, gemeinsam Werte raussuchen und sie gemeinsam auch handeln und auch wirklich umsetzen. Auch zum Beispiel die EXR wurde von einem Schüler angesagt. Ich habe sie gut gefunden. Wir haben sie gemeinsam gehandelt und die ist auch schön aufgegangen. Sehr schön. Zu dem Thema, was du vorher gesagt hast, ich finde das auch, das werde ich später an einer Tabelle allen zeigen, wo die Vor- und Nachteile sind, wenn man zum Beispiel bei der JFD ist. Wir suchen uns unsere Partner ja genauso sehr streng aus. Wir nehmen keine binären Optionen und all die Sachen oder Market Maker, die uns enorm hohe Provisionen anbieten. Ja, exakt. Sondern bei JFD ist es sogar so extrem, was ich bis jetzt nicht gesehen habe an Transparenz, dass man am Tag eine Statistik nach Hause geschickt bekommt per Mail, dass sogar die Swap-Geschichten drinnen sind. Das heißt, die Kosten über Nacht sogar werden angezeigt. Das muss ich sagen, habe ich bis jetzt bei wenigen Brokern gesehen. Also mehr geht nicht. Und man sieht auch, wir haben im Copy-Trading sehr viele Kunden drinnen, größere Konten. Und wenn wir da Trades absetzen, sehen wir, dass auch die Umsetzung bei allen gleich stattfindet und eben nicht als Market Maker dient, sondern hier ist ein Liquiditätspool dahinter. Das haben wir lange getestet, um zu sehen, ob das auch wirklich sauber funktioniert. Und deswegen ist auch dann entschieden, JFD an Bord zu gehen, weil man muss auch sagen, wir setzen uns ja auch einer Gefahr aus, wenn wir hier Schundluder treiben würden und dann gehen die Konten. Da haben, können wir auch hier eigentlich aufhören, weil das ist dann auch keine Seriosität mehr gegeben. Deswegen brauchen wir auch einen Broker, der genau das anbieten kann, was wir hier brauchen. Dazu komme ich dann später, damit die Leute sich selber ein Bild machen, lernen auch, worauf muss ich denn bei einem Broker achten, auf was muss ich denn achten. Nur weil, wie gesagt, BaFin heißt nicht alles, es gibt sogar noch europäische Standards, die viel strenger sind, die eingehalten werden sollten. Das hat zum Beispiel eben JFD, während das die meisten anderen eben nicht haben. Dazu kannst du dann vielleicht später sogar noch mehr erzählen. Aber das sind die Punkte, worauf man eigentlich achten muss. Genau, genau. Das machen wir definitiv. Wie gesagt, heute soll es ja auch ums Trading gehen, aber natürlich auch um das, ja, liebe Leute, was hinten raus fertig ist. Und glaubt mir, wenn ihr zu hohe Spreads habt, wenn ihr indirekte Handelskosten habt, wenn auch Broker da sind, die, sage ich mal, Handel umsonst anbieten, natürlich sind wir hier nicht in einem Bauchwarenladen, wo es was zu verschenken gibt. Der Broker wird hintenrum sein Geld verdienen müssen. Und insofern könnt ihr davon ausgehen, dass die Pricings dann ein Stück weit anders sind. Das muss man ganz klar sagen. Aber danke, Ali, für deine Lanze, die du hier gebrochen hast für uns. Wie gesagt, freut mich ja auch, dass wir dann, sage ich mal, aus eurem Bereich dann Feedback kriegen, wo man natürlich ganz klar sagt, da wollen wir auch mit größerem Geld rangehen. Und das, liebe Leute, ist auch ein Punkt, wo wir natürlich eine durchschnittliche Accountgröße haben, die weit über vielen anderen Brokern liegt, weil viele Family Offices und Vermögensverwaltungen zu schätzen wissen, was wir betreiben. Und Lars Gottwig, unser CEO, war früher selber Trader. Das heißt, aus der Masse gekommen und einfach was anders gemacht und definitiv insofern anders gemacht, dass man eben wirklich den Markt als Marktplatz darstellt, um wirklich hier reale Pricings und Price Action durchzuführen, beziehungsweise Angebot und Nachfrage zusammenzuführen und das eben transparent. Besser geht es gar nicht. Deswegen haben wir eben auch im Durchschnitt eine relativ große Accountgröße. Im Vergleich zum Brokern, die weltweit aktiv sind, sind wir da auf Platz 3 oder 4 in der durchschnittlichen Accountgröße und das, obwohl wir gerade mal 6 Jahre am Start sind. Das spricht schon viel dafür. Ansonsten zum Trading ganz kurz, Gabriele. Ja, wer den DAX in der Nacht um 3 handelt, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich die tagsüber arbeiten müssen und sozusagen oder tagsüber schlafen und eine gewisse Nachtschicht haben, um da ihr Handel zu vollziehen. Man kann den DAX natürlich in der Nacht handeln oder auch andere Underlyings. Ob man es machen muss, das ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Bei Swing Trades, Positionstrades, also Sachen, die über Tage-Wochen laufen, ist es natürlich eine Geschichte, wo du sagst, da musst du natürlich overnight eine Position halten. Aber jetzt vom Trading her, das ist wieder eine Affinität aus dem Intraday-Bereich, muss man nicht zwingend Position über Nacht halten, aber das ist in der Couleur eines jeden Anlegers. Kann man nicht pauschalisieren. Es gibt viele, die Positionen über Tage, Wochen, vielleicht Monate halten oder den DAX seit Jahren long traden, weil er eben nach oben läuft. Sicherlich keine falsche Entscheidung. Das heißt, das ist individuell, aber der Spread ist natürlich in der Nacht größer. Wenn man ein großes Timeframe hat, dann spielt auch 1, 2, 3 Punkte keine Rolle. Ja, wenn der Stop jetzt beispielsweise 100, 150 Punkte weg ist,
der enge Spread, der große Spread spielt natürlich nur bei engen Stops dann eine sehr, sehr große Rolle. Und der ist in der Nacht natürlich da, weil die Indikation fehlt. Ingo, wegen Futures. Wir launchen ja auch den MetaTrader 5 in Kürze. Das heißt, wir werden auch hier natürlich die Möglichkeit haben, Futures anzubieten und auch Aktien. Aber ehe das kommt, dauert es noch ein Stück, bevor wir da praktisch die Real Assets haben. Man muss ganz klar sagen, die CFDs haben vom Pricing her und von der Struktur und dem Hebel zum Future schon einen gewissen Vorteil. Das heißt, gerade der DAX-Future ist ja auch in einer gewissen Art und Weise illiquide, aufgrund dessen, dass das Volumen nicht mal so stark ist, wie es mal war. Unter Future-Gesichtspunkten ist der S&P 500 sicherlich die richtige Hausnummer. Aber DAX-Future, wie gesagt, theoretisch möglich. Wir halten uns da noch ein Stück weit zurück. Mit dem Launch des MetaTrader 5 kann man aber, wie gesagt, die ganzen Assets einführen. Das ist ja auch der Plan, dass wir Real Assets, Real Shares, also Aktien sozusagen einführen. Aber auch das wird noch ein Stück weit dauern. Jetzt ist erstmal der Agena-Trader in der Pipeline und der wird kommen. Dazu, Heinrich, im Agena-Trader wird es auch / im MetaTrader 5 die Möglichkeit geben, dass ihr den M3-Chart traden könnt oder den M1 oder warte mal, M3, M8. Also letztlich könnt ihr die Timeframes der Candlesticks anpassen. Ja, im MetaTrader 5 gibt es, wie gesagt, den M3 und noch andere Affinitäten, wie man es denn wünscht. Im Agena-Trader könnt ihr das auch machen. Insofern, Heinrich, kannst du hier ganz klar dann auch ein Stück weit rumspielen. In 2 Wochen ist es spätestens soweit. Das darfst du dir an dieser Stelle schon mal vormerken. Ansonsten, Futures hatten wir gerade schon gesprochen. Ali, gehen wir noch mal kurz. Top Live Support. Danke, Jürgen. Der ein oder andere hat sich schon beschwert, dass die Damen so einen leichten Dialekt haben. Ich finde den ganz interessant aus unserem Support-Team. Wie gesagt, Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch. Viele Sprachen sind da vertreten und auch unser deutscher Support ist hier natürlich stets bemüht oder immer bemüht stets, ist nicht das richtige Wort, euch da natürlich immer zur Seite zu stehen. Ja? Also wenn ihr Fragen, Anregungen habt, immer dann den Support oder den Live-Chat könnt ihr auch gehen, alles möglich. Okay, schauen wir nochmal kurz vielleicht auf den Markt. Gibt es jetzt hier noch eine gewisse Action, wo jetzt zum Beispiel der Stefan oder ein anderer Pendant aus eurem Team was hat? Ja, zu den anderen auch gehen. Ganz kurz nur zu dem DAX, weil das vorher so gefragt war. Ich würde es anders eher sogar erklären. Wenn ich im DAX oder im Stocks drinnen bin, also vor allem im DAX, und er ist nicht sehr weit im Gewinn, aber ist gut abgesichert, würde ich ihn über Nacht normal nicht liegen lassen, weil der DAX um 22 Uhr der Future-Markt zumacht und erst am nächsten Tag wieder um 8 Uhr aufmacht. Aber dadurch, dass eben JFD das über Nacht hat, kann ich den sogar drin lassen, wenn ich abgesichert bin, weil ich keiner Gap-Gefahr ausgesetzt bin. Das wäre eigentlich eher der Sinn, den DAX über Nacht zu halten, nicht ihn nachbörslich in der Nacht zu handeln. Das macht weniger Sinn, sondern eher, dass man sagt, dann schließe ich es nicht, es ist eh okay, es ist abgesichert, jetzt nicht die Welt, aber warum den Trade nicht laufen lassen? Es kann nichts passieren, es läuft eh über Nacht. Das ist ein Riesenvorteil, wenn man das so nutzen kann. Dadurch, dass ich ja vorher schon gesagt habe, hier gibt es nur eigentlich ehemalige Schüler, die es geschafft haben, wir kommen später zu einem Konzept, haben wir auch noch im Hintergrund zum Beispiel die neuesten Leute, die dabei sind. Das ist zum Beispiel der Felix und der Daniel, die auch heute da sind. Zwei andere konnten heute nicht kommen, die sind gerade unterwegs. Vielleicht auch der Felix sich kurz vorstellt und dann der Daniel auch, die auch da sind. Genau, mein Name ist Felix Birnbach. Ja, ich habe selbst auch begonnen mit der Schulung und zwar im März 2015. Habe danach auch die 3 Monate Betreuung durchgemacht und habe die Möglichkeit bekommen, mich im Praktikum danach zu beweisen und habe da Gas gegeben und habe mich da angestrengt und viel Zeit investiert und habe jetzt seit diesem Jahr die Chance bekommen, das Händler- und Analystenteam von ATT zu ergänzen und bin da ganz glücklich, dass ich da aktiv mitwirken darf und man lernt auch immer noch was dazu und habe auch während des Praktikums viel gelernt, ja, und freue mich da in dem Team mit den anderen zusammenzuhandeln. Sehr gut, danke. Gut, dann stelle ich mich einmal vor. Mein Name ist Daniel Dziewiecki. Ich bin, ja gut, ich glaube in der 3. Gruppe dabei gewesen. ATT stand noch nicht wirklich, es gab noch keine Website, gar nichts. Aber allein durch das Auftreten von Ali, der Trades, die man sieht, die wir in der Gruppe zeigen, das hat schon Überzeugung mitgebracht. Und da war halt die Motivation da, halt diesen Handelsstil auch zu lernen mit sehr engen Stops, wie man jetzt auch, sage ich mal, im DAX Trade sieht, dennoch halt viele Punkte rauszuholen und
auch für, sag ich mal, jeden dieser Handelsstil passt, also sei es berufstätig, sei es Student oder Schüler. Ich war zu der Zeit noch Student und ja, neben dem Studium habe ich halt die Ausbildung gemacht und danach halt das einjährige Praktikum. Und ja, jetzt bin ich halt mit meinem Bachelor fertig und bin direkt rübergegangen, halt ja, ins interne Team. Wow. Daniel, an der Stelle, was machst du denn neben, also ich meine, du bist ja auch Händler in der Vermögensverwaltung bei uns, ja, fest eingebunden als Händler, bist du auch mal sehr präsent und so weiter. Aber was machst du neben der Händlertätigkeit bei ATT noch? So, genau, also dein Studium? Genau, also wie schon erwähnt, oder ich hoffe, ich habe es erwähnt, ich habe meinen Bachelor in Wirtschaftsinformatik absolviert. Werde wahrscheinlich auch noch einen Master machen, aber also halt den Signaldienst. Die Anwendung ist halt eine Individualsoftware, die halt mit einem Kollegen von mir, dem Sebastiano Firk, der auch Teil des Teams ist, halt selber geschrieben. Und ja. Genau, den werden wir dann nachher natürlich auch nochmal vorstellen. Ja. Sensationell. Das wollte ich nur nochmal an der Stelle ergänzen. Also das ist natürlich schon eine starke Aktion, wo ich sage, jetzt habe ich, also ich habe ja eure Schüler sozusagen noch nicht kennengelernt. Wir werden aber den ein oder anderen Live-Event ja auch in einer gewissen Zelebration zusammen machen. Da vielleicht doch mal der Hinweis, ich meine, kannst du mal gerade zeigen vielleicht, Stefan, wir haben ja eine Aktion für JFD-Kunden sozusagen für euren nächsten Event im April in Wien, Österreich. Herrlicher Ort, herrlicher Place to be. Und da räumt ihr ja unseren JFD-Kunden sozusagen die Möglichkeit eines Rabatts ein. Hast du die Seite vielleicht direkt am Start? Ja, ich habe die Website am Start. Die Aktion habe ich jetzt nicht direkt. Moment, ich schalte mal genau, auf unsere Website. Genau, kein Stress. Wie gesagt, liebe Leute, könnt ihr euch mal anschauen, könnt ihr euch mal ein eigenes Bild von machen. Ich meine, ich finde es erstmal hervorragend, dass ATT hier die Jungs sozusagen mit reingeholt hat, die praktisch A von der ersten Stunde, B von dem, ja, mit dem Skills sozusagen von Ali und Koda aufgewachsen sind. Das ist wirklich hervorragend und im Sinne unserer Kooperation ist es natürlich ein gelebter Traum, wenn man das schaffen kann. Und wie gesagt, hier gibt es eben Schulungen, die ATT sowohl online als auch präsent anbietet und da ist der nächste Event live in Wien im April und dann nochmal im Juni wieder ein Online-Event, der dann im Nachgang immer mit einer dreimonatigen ja, Begleitausbildung sozusagen, hier ist es genau, vollzogen wird. Hervorragend, da seht ihr das und ja, als JFD-Kunde, liebe Leute, erhaltet ihr hier einen Rabatt von 10% auf den Preis, finde ich hervorragend, danke dafür, dass ihr den Kunden das ermöglicht und da kann man reinschnuppern in das, was ATT macht. Und die Jungs, die heute auch hier zu Gast sind, wie gesagt, Daniel, Felix und Co., sind natürlich hier gute Beispiele dafür, wie es funktionieren kann. Man muss aber ganz klar sagen, das ist ein hartes Geschäft, das ist eine Geschichte, die man nicht über Nacht lernt und das ist natürlich auch ein steiniger Weg teilweise, weil die Psychologie natürlich auch neben den ganzen Rahmenbedingungen das A und O ist und da gehört schon oder gehört ein gewisser Biss dazu, den man haben muss. Ich selbst werde auch versuchen, in Wien dabei zu sein, zumindest mal eine Visite zu machen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja. Und wie gesagt, danke für die Einblendung, liebe Leute. Wie gesagt, hier seht ihr das. Und wenn ihr da Interesse habt und eben bei JFD seid, dann gibt es das Ganze nochmal rabattiert. Aber ich meine, es lohnt sich auf jeden Fall. Fürs eigene Trading oder weitergedacht sogar möglicherweise im Sinne der Integration als Händler. Das ist wirklich sowas. Es gab es vor 10, 15 Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich angefangen habe, ja, wenn es sowas gegeben hätte, ich wäre ja auf Knien da niedergegangen. Muss man ja ganz ehrlich sagen, es gab ja sowas überhaupt nicht. Weder Online-Webinare wie sowas heute, ja, dass ihr den Tradern über die Schulter sprechen könnt, sowas gab es ja alles überhaupt nicht. Geschweige denn, ich weiß noch damals, ich muss die Anekdote erzählen, ich glaube es war 99, 2000, Robin Williams in Frankfurt, Live-Seminar, kein Spaß, liebe Leute, 10.000 Euro, ein Tag. Wusch, ja, das war eine Hausnummer, wo ich sage, meine Güte, da kriegst du natürlich wirklich was verpasst, aber nach dem Tag wäre es das auch gewesen, viel Geld gekostet und das war im Prinzip für die De La Creme der Banker, die sich da reingesetzt haben und sich haben da beweihräuchern lassen. Gar nicht vergleichbar mit heute, ja, die Geschichte hier umsonst, die Geschichte dort mehr als preiswert, aber einfach nur wirklich Education, wo man was mitnehmen kann. Und jetzt, wie gesagt, zurück zum Markt ganz einfach mal, weil... Christian? Ja? Ja? Schieß los. Es passiert gerade was, ich sehe, kann gerade nicht auf den Markt gucken, weil ich meinen Bildschirm übertrage. Es passiert gerade was. Und ich,
und ich jetzt alles auf einen Bildschirm gezogen hatte. Okay. Aber wenn du vielleicht gerade bei dem Thema bist, würde ich das vielleicht auch für die Zuschauer ein bisschen detaillierter ausführen. Mhm. Weil das ist ja nicht nur ein Seminar in Wien, das ist der Start der Ausbildung. Also unsere Ausbildung geht mindestens 3 Monate. Ja. Und diese Ausbildung startet immer mit dieser Intensivwoche. Und diese nächste Intensivwoche wäre halt hier in Wien, da sind nur noch wenige Plätze frei. Mhm. Eigentlich sind wir mittlerweile fast voll. Das Ganze findet hier in dem Schloss statt und im Anschluss dieser Intensivwoche, die ja eigentlich dafür da ist, alle mal auf den gleichen Wissensstand zu bringen, beginnt ja dann erst diese Ausbildung, die mindestens 3 Monate geht. Und das wollte ich nur noch mal ganz kurz anschneiden und da gehen wir nachher noch mal ein bisschen detaillierter drauf ein. Deswegen, wir wollten ja an die Märkte gehen. Okay, die Verbindung ist gerade ein bisschen hakelig. Entweder geht es nur mir so oder... Ja, das ist manchmal das GoToWebinar und okay. Die Internetverbindung. Wir gehen auf jeden Fall, also kurz, weil die Frage war, ja, auch für Juni bieten wir GFD-Kunden die 10% an. Ich sage halt nur dazu, ich habe vorher das gesagt, ich gehe später darauf ein, wir sind hier kein reines Schulungsunternehmen, wir sind keine Coaches. Bei uns ist es auch so, nachdem wir jetzt gerade im Hintergrund 5 Leute haben, die wir gerade intern wieder aufbauen, die eventuell in den nächsten Monaten auch ins Praktikum rübergehen, wenn sie weiter sich qualifizieren, ist es so, dass wir Mitte 2018 wahrscheinlich die Schulungen in der Art beenden. Das heißt, nicht mehr jeder darf vorbeikommen und sagen, ich probiere es mal, ich schaue es mir mal an, sondern dann wird es echt nur noch so sein, dass man eine Bewerbung machen muss. Wir schauen uns die Person an, wie ernst das gemeint ist, weil wir wollen dann nämlich mit unseren Schülern dann nur noch intern live handeln, so wie wir es momentan schon langsam einbauen, den mentalen Teil auch inzwischen eingebaut haben. Wir machen immer wieder so mentale Übungen, Psychologiestunden, wo wir auf die Problematiken eingehen und dann sollten die Leute auch dementsprechend qualifiziert sein. Das heißt, natürlich kann auch ein Anfänger kommen, sieht dann so aus, dass er zum Beispiel unser Buch sich anschauen sollte, das lesen sollte, weil da das ist so geschrieben, dass es jeder von Anfang an versteht. Wir erzählen dort keine Geschichten, sondern gehen sehr strikt drauf ein. Wir haben auch schon gesehen, dass die Schüler, die im Jänner den Kurs gemacht haben, extrem gut vorbereitet waren. Deswegen auch das Konzept, dann ist auch so, dass die Gruppen kleiner sind, weniger Schulungen stattfinden und die Leute, wie gesagt, vorher sich bewerben müssen und eine Prüfung machen müssen, damit wir sehen, die haben die Grundkenntnisse durchs Buch schon erlernt und dann kommen sie erst in die Schulung hinein. Das wird dann ein bisschen weniger stattfinden, weil, wie gesagt, wir arbeiten hier darum, dass wir eine Community aufbauen, die gemeinsam täglich tradet und die Trades gemeinsam umsetzt und suchen hier nicht einfach nur Leute, die einfach vorbeischauen, wenn ihnen langweilig ist. Ja, oder die genau, oder die Leute, die einfach nur den Kick an den Märkten suchen. Ja, liebe Leute, da muss man natürlich auch wirklich unterscheiden, wenn man hier so, das ist eben das, man wird oft abgeholt von schnellem Geld, schnelles Zocken und alles hier, da muss man wirklich ein Stück weit in die Tiefe gehen und das ist, wie gesagt, eine harte Ausbildung und das der Weg, den ihr da geht, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, aber den Weg, den ihr geht, das wäre jetzt mal so eine Frage in die Praxis, wie, also habt ihr ein markttechnisches Konzept, also die Markttechnik, die ihr hier präferiert bei der Trade-Auswahl oder wie, vorhin war auch ein Trade im MetaTrader 5 Euro Cut zu sehen, wie findet ihr eure Setups, wie geht denn ihr da vor jetzt, sag ich mal, Ali, du hast vorhin den DAX Future Short Trade erläutert, der ja immer noch läuft, wie ist das von der Vorgehensweise bei euch, das ist, denke ich mal, für die Kunden auch sehr, sehr interessant. Ja, also wie schon gesagt, das eine ist ja, wir schauen sehr natürlich dort, wo wir die Stops der anderen abfischen können. Ja. Also uns geht es nicht darum, neue Hochs zu erwischen, die die Märkte schon haben, da ist das Volumen nicht da. Wir schauen dort, wo Volumen entsteht, dort wollen wir rein, dort versuchen wir hineinzukommen. Deswegen auch natürlich, wie vorher erklärt, wir handeln kleine Positionsgrößen, um sie dann zu pyramidisieren und aufzubauen. Dann nochmal das Video einfach anschauen, dort wird es erklärt. Und später gehen wir vielleicht nochmal drauf ein und zeigen das kurz am Blatt. Wir suchen vor allem Bewegungen, die normalerweise tief aus der Korrektur kommen. Das ist natürlich zu dem jetzigen Zeitpunkt ein bisschen schwer. Das ist auch der übliche Handel, dass man aus der Korrektur günstig sich einkauft. Weil wenn die Märkte schon heiß gelaufen sind und dann heiß machen, ist natürlich selten irgendwo eine Korrektur. Das heißt, natürlich stellen wir uns hier gerade, auch ich mit dem DAX-Trade, gegen den Markt, aber natürlich nicht einfach blind links, wir probieren unser Glück,
sondern ihr habt ja von mir eine Erklärung bekommen, dass hier die einzelnen Werte, die ich mir vorher angeschaut habe, eben nicht gestiegen sind, sondern gefallen sind und die den DAX eventuell runterziehen könnten. Wir arbeiten ja, wie gesagt, alle, jeder Händler mit Wahrscheinlichkeiten und versuchen, das System, wo wir die größte, das größte Potenzial haben, Bewegungen mitzunehmen, zu handeln. Da sieht man zum Beispiel, wir haben ja den KDN gehandelt oder vor kurzem noch andere Forex-Werte, die sehr gut angelaufen sind. Wir werden zum Beispiel jetzt, der Pfund ist generell ein Wert, der am Fallen ist, aber dort einfach hineinzusteigen, wenn er schon so weit gefallen ist, macht für uns keinen Sinn, sondern erst dort, wo viel Bewegung entstehen könnte. Dort wollen wir rein, um schnelle Bewegungen mitzunehmen, die Position abzusichern im Gewinn und dann eventuell wieder aufzubauen. Dazu braucht man natürlich Zeit und auch den Markt. Das geht nicht von heute auf morgen. Dazu braucht man auch ein bisschen Geduld. Deswegen ist auch ein Copy-Trading auch nicht in einer Woche oder einem Monat repräsentativ. Man muss mindestens sich das 3 Monate, 5 Monate gehen lassen. Natürlich, wie gesagt, aufs Money-Management bedacht. Unsere Vermögensverwaltung als Beispiel, die letztes Jahr gestartet ist. Ich kann da ruhig Werbung machen, weil das ist geschlossen. Da darf eh keiner momentan rein, weil wir nur Kunden von der Bank nehmen. Eventuell nächstes Jahr schauen wir, ob wir dann Privatpersonen auch hineinlassen. Und da hatten wir auch das erste halbe Jahr kein gutes Ergebnis, haben das Händlerteam ein bisschen umstrukturiert am Ende des Jahres und dann am Ende ein gutes Ergebnis erzielt. Da braucht man auch dort längerfristig Geduld. Die Kunden sind dort auch aufs ganze Jahr, warten am Ende des Jahres den Bericht ab. Dieses Jahr läuft schon besser, weil natürlich dort andere Größen gehandelt werden. Im Copy Trading geht es ja nicht darum, einen Trade über Monate, Jahre, übers Jahr zu halten, sondern relativ kurzfristig hineinzukommen und aufgrund der kleinen Kontogrößen auch mehr mitzunehmen. Also vor allem, wie gesagt, handeln wir den Trend, wir sind Trendhändler, nur wenn jetzt der Markt schon keine Trends mehr hat, weil er in einem einfach nach oben rutscht, können wir auch nicht zaubern und sagen, okay, wir suchen uns jetzt einen Trend, der nicht da ist. Gibt es immer wieder, werde ich auch gleich dann zeigen an einigen Aktientrades von mir und mal erklären, wie ich bestimmte Sachen noch angehe, vielleicht ist es dann einfacher zu verstehen und dann gehen wir dann nochmal auf den DAX ein, der ja abgesichert ist. Dazu vielleicht kurz, wenn Stefan so nett ist und auf meinem Bildschirm schaltet, dann zeige ich mal 1, 2 Trades. Okay, dann schalten wir erstmal zu dir. So, dann schauen wir uns hier zum Beispiel die Caterpillar an und sehen Folgendes. Die hat hier dieses Hoch nicht rausgenommen, wieder nicht rausgenommen. Es kam natürlich News auch noch dazu. Und deswegen habe ich dann gesagt, hier Einstieg, weil es das Hoch nicht rausnimmt, den Stopp da drüber, abgesichert, ist dann auch schön aufgegangen, schnell runtergegangen und hat diesen Aufwärtstrend natürlich schnell mit dem Gegensignal hier schon mal rausgenommen und auch hier auf jeden Fall gebrochen, denn diese Seitwärtsphase hier natürlich und ist dann runter, teilverkauft, wird dann gemacht und dann der Stopp einfach verwaltet. Ja. Das ist zum Beispiel eine Methode, wenn man sieht, dass da keine neuen Hochs entstehen und auch die fundamentalen Werte dieses Unternehmens nicht gegeben sind, dass man da auch wieder neue Trades probiert. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Wir gehen natürlich nicht immer gegen den Trend. Hier auch ein Beispiel eines Longs. Wir sehen auch hier, natürlich wird da auch der größere Trend gehandelt. Ich handle das zum Beispiel meistens auf Tagesbasis, Stundenbasis, die Aktien. Ich kann jetzt gerade irgendwie das nicht zurückschalten, weil, okay, da sehen wir das auch. Wir laufen hier auf Tagesbasis hinauf und da wird der Stopp dann hinterher gezogen. Das verschiebt sich immer bei mir, bei Margina. Ich muss das dann nochmal wieder einstellen, den Stopp. Das heißt, ich müsste jetzt einen Teilverkauf machen nach dem gestrigen Hoch und dann den Stopp im Gewinn eventuell irgendwo absichern. Und da auch natürlich aus der Korrektur, die wir hatten, dann hier, wir sehen ja hier, dass es dann wieder seitliche Korrekturphase ist. Und dann Ali, du zeigst alles auf Stunde, ja? Ja, ich weiß, das ist jetzt Stunde. Das okay. Ist hier. Achso, alles auf Stunde. Ups, Entschuldigung. Das soll, ja, hast du ja recht, hast du ja recht. Ja. Ich glaube, bei mir verschiebt sich der Gina manchmal. Ich bin hier auf dem Laptop mit dem GoToWebinar, funktioniert das leider nicht immer ideal. Das hat manchmal bei mir Probleme, weil ich habe noch hier die alte Version. Ich habe 2 Lizenzen vom Gina-Trainer, muss ich sagen. Ja, die Frage kommt auch, ja, ich habe es hier auf dem Laptop, man sieht auch hier unten, ich habe mehrere Fenster offen, auf meinem Hauptrechner habe ich den Agina auch noch und da habe ich mehrere Bildschirme, also ich habe dort 4 Bildschirme
und auf jedem Bildschirm sind da mehrere Charts auch abgebildet. Also ein Fenster, aber so wie hier die Charts dann auch drinnen. Ja, gut. Das ist nur ein Beispiel, wie ich sage, wie man sowas handeln kann. Auch da sieht man es da, wir sind zwar ins Hoch gegangen, aber hier war auch eine fundamentale Geschichte, dass diese Aktie natürlich viel Potenzial nach oben hat aufgrund der guten Ergebnisse. Sowas wird bei uns natürlich auch mitbedacht. Und ihr handelt ja auch nicht generell gegen die Trends, das sieht man ja auch sehr schön. Ja, ich meine, klar versuchst du, wenn jetzt irgendwo so ein Topping sich da ausbildet oder ein Widerstandslevel oder irgendwas, man sieht ja im Chart, der Chart verspricht uns oder zeigt uns ja, wie die Massenpsychologie so ein Stück weit läuft. Und wenn irgendwo da oben ein Block drin ist, ja, dann shortest du auch mal. Und es hat sich ja bei dem anderen Share von vorhin, da Caterpillar, war das ja durchaus dann bezahlt gemacht. Aber ihr geht eben auch natürlich in den übergeordneten Long. Was hast du denn hier? Euro, türkisch Lira, meine Güte. Ja, das ist einer der seltenen Trades, die ich da mache, die aufgrund der Politik sind. Also hier hatten wir eine Aufwärtsbewegung aufgrund der türkischen Situation, was dort passiert, die Lira abgewertet. Ich habe das nicht gehandelt, diese Aufwärtsbewegung. Man sieht hier auch den Einstieg, warum hier, weil da war schon mal durch und normalerweise halte ich mich raus. Dann hat aber in diesem Bereich die türkische Nationalbank interveniert. Und ich weiß natürlich, dass das nicht lange gut geht. Die hat nicht die Kraft, gegen den Gesamtmarkt zu gehen. Ein Unterschied ist die EZB, ein Unterschied ist die Fed. Die können gegen den Gesamtmarkt gehen, aber nicht die türkische Nationalbank. Und habe mir dann gesagt, okay, ich warte hier ab, irgendwo wird das schon wieder korrigieren. Und man sieht es ja auch dann hier bei dem Einstieg. Also wir haben hier diese Abwärtsbewegung gehabt. Das sieht man parallel jetzt hier für die Zuschauer. Also mit der Maus, wenn ich das mache, wir haben hier den Abwärtstief gehabt und als ich gesehen habe, ah, da geht es rauf, es geht runter, hier den Einstieg gemacht und dann laufen lassen. Jetzt habe ich den Stopp schon im Gewinn abgesichert, weil natürlich auch Teilverkauf und dann dazu kommt oder ich mache das halt, ich ziehe den Stopp hinterher. Es ist die Gefahr, dass das jetzt wieder runtergeht, weil der Euro natürlich einer Belastung auch ausgesetzt ist. Deswegen habe ich den Stopp im Gewinn weit abgesichert und brauche mir jetzt keine Gedanken mehr drüber zu machen. Sehr gut. Da sieht man auch, wir gehen nicht immer gegen den Trend, sondern es hat schon eine gewisse Sinnhaftigkeit, was wir machen, muss ich sagen. Man sollte ja generell, gut, dass du sagst, natürlich prinzipiell einen Plan haben, ja, wenn man an den Markt geht. Das machen ja viele auch nicht. Da sind wir wieder bei der Dschungeltheorie, ja, nach dem Motto, ich gehe mal mit der Machete rein und haue ja erstmal durch und feuere ab, weil es ja Spaß macht. Das ist natürlich die falsche Vorgehensweise. Ja. Man hat es ja hier mit Profis zu tun und die lassen sich das Geld nicht zwingend einfach aus der Tasche nehmen. Im Währungsmarkt haben wir natürlich auch noch politische und fundamentale Zinsrahmenbedingungen, aber grundsätzlich ist es, wie gesagt, hier kein Spielcasino und da muss man sich natürlich vorher schon einen Plan machen und so einen Plan vermittelt ihr ja praktisch mit eurem markttechnischen Grundprinzip, wie ich das sozusagen mal ableite. Ja. Vielleicht einer eurer Schüler, ich habe jetzt Felix noch im Kopf oder Dirk war es ja und Daniel, nicht Dirk. So von den Jungs selber screenen die dann praktisch immer tagsüber oder in der Vermögensverwaltung eigene Werte, die ihr dann praktisch immer tagsüber zusammen auch besprecht sozusagen. Das ist immer so ein Teambuilding, was da erfolgt, oder? Ja, also wir haben es so, also es ist ja der Unterschied jetzt, wenn man die Schulung macht, ist ja nicht nur, dass man die Theorie lernen, wir haben ja dann die 3 Monate Minimumzeit Praktikum, wo man hier täglich gemeinsam mit den anderen sitzt, wo man Übungen machen, Fachtage machen, steht alles auf der Homepage, gehen später darauf ein. Und wie gesagt, das ist eine Ausbildung, wir sind keine Coaches. Eine Woche, egal zu wem man geht, auch wenn ihr zu uns kommt, nach einer Woche ist die Hälfte vergessen und man kann es nicht umsetzen. Die 3 Monate sind die Minimumzeit, damit man halbwegs auf die Beine kommt und danach läuft es immer besser und die meisten bleiben auch nach den 3 Monaten bei uns intern, weil wir haben auch ein internes Forum, das kann man auch alles sehen bei uns, da gehen wir auch später nochmal gerne drauf ein und üben diese Setups. Wir gehen, jeder gibt seine Werte durch, wir besprechen sie gemeinsam im Team mit den Ausbildern. Wir haben auch, wie gesagt, die Live-Tage und andere Themen, wir machen Fachtage, spezielle Themenarbeiten. Aber jeder screent, nachdem wir es gelernt haben, weil wir gehen ja in der Theorie auch darauf ein, welche Setup-Möglichkeiten es gibt. Also man kriegt konkret Setups von uns auch vorgegeben, die aber verständlich sind für einen. Also jeder Trade muss logisch erklärbar sein. Und danach übt man das. Das machen wir mit den Schülern immer nachmittags und abends und in der Früh wird gemütlich geplaudert. Und das interne Team trifft sich ja früher, die haben ja schon ihre Werte, die screenen ja meistens während des Tages und gehen dann sozusagen in den Chat hinein, schreiben die schon vor rein, dass jeder sich den Wert anschaut
und dann intern, wenn wir uns in der Früh treffen, um 8 Uhr oder 8.30 Uhr, je nachdem, gehen wir schnell die Werte durch. Da braucht man ja nicht lange zu diskutieren. Jeder sagt seine Meinung und dann wird das gemeinsam umgesetzt. Also kein Trade in der Vermögenswaltung, im Signalis oder Copy Trading bei uns findet von einer Person statt, sondern es muss mindestens ein zweiter sein Ja oder sein Nein dazu geben. Also es ist immer bei uns das Vier-Augen-Prinzip, weil es kann immer passieren, dass einer einen Fehler macht, aber wir machen das immer gemeinsam und dann wird da auch gemeinsam dann die Verwaltung und alles wird schon im Vorfeld geplant. Das ist auch das Wichtigste überhaupt, dass man einen Trade vorher plant. So wie ich ja vorher schon gesagt habe, dort würde ich einen Teilverkauf bei meinem DAX machen, wie ich ihn schon eingegangen bin. Wenn nicht, würde ich ihn dort hinziehen. Und dementsprechend habe ich das ja auch gemacht. Und das ist ja der Punkt, dass man vorher seinen Trade geplant hat, dann, damit, wenn der Fall eintritt, man sich nicht mehr Gedanken machen muss, sondern schon reagiert hat eigentlich. Ja. Und das fehlt denn dann. Das stimmt, das stimmt. Ich habe noch gerade im Chat noch ein paar Fragen entdeckt, ganz kurz. Mit dem Agena Trader bzw. MetaTrader 5, da wird dann eh noch ein Mailing kommen, wenn wir den Launch starten sozusagen, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt praktisch ein bestehendes Konto ummünzen auf den MetaTrader 5, dann geht es allerdings nicht mehr zurück, muss man wissen. Oder man kann ein zusätzliches Konto für den MetaTrader 5 eröffnen und den MetaTrader 4. Gleiches dann auch mit dem Agena Trader. Aber da werden wir eh ein umfassendes Mailing rausschicken, wenn es soweit ist, liebe Leute. Das mal als Frage. Es geht, dass ihr ein MetaTrader-Konto 4 auf den 5er umwandelt, aber dann geht es nicht mehr zurück. Das ist wichtig zu wissen. Aber da werden wir, wie gesagt, umfassende Mailings rausschicken. Gerade mit einem Launch von neuen Plattformen ist das immer ein Riesenthema. Agena Trader kann man natürlich auch üben im Demo-Modus. Wir bei JFD bieten hier auch, jetzt ist das Bild weg, kann das sein? Oder soll ich es mir holen? Oder ich sehe es. Ich glaube, das ist irgendwas Technisches. Moment, da hole ich es mir mal gerade. Kriege ich das Bild jetzt eigentlich auch zu mir oder muss mir jemand den Bildschirm geben, ganz kurz? Warte mal. Zum Moderator ernennen. Ich glaube, ich mache das mal selber. Ah ja, jetzt haben wir es. Ist der Bildschirm 4 aus die Maus. Da haben wir es. Genau, also wie gesagt, Demo-Konto bei uns. Jetzt müssen wir warten, bis das Bild kommt. Da ist es. Demo-Modus bei uns. Unbegrenzt möglich, ja, zum Testen auch wunderbar. Natürlich ist es auch dann aber was anderes, wenn man vom Demo in den Live-Modus übergeht. Das sind Emotionen plötzlich dabei, die es im Demo-Modus so nicht gibt. Das muss man ganz klar wissen. Das ist nochmal eine andere Liga, aber zum Ausprobieren, um den Erfahrungswert einer Strategie in Erkenntnis zu bringen, um sich einfach auch ein Stück weit mit dem Markt vertraut zu machen. Liebe Leute, verbrennt nicht euer Geld. Wir haben nicht das Interesse dran, euer Geld einzusammeln im Sinne von Dealing Desk und Handel gegen euch. Sozusagen eure Einzahlung ist unser Profit. Das ist nicht unser Anliegen. Ja, wir wollen, dass ihr erfolgreich seid, dass ihr lange bei uns bleibt, dass wir eine Win-Win-Situation aufbauen im Sinne dessen, wir können nur partizipieren an euch, wenn ihr erfolgreich seid. Deswegen übt's fein im Demo-Modus und fangt dann live meinetwegen mit kleinen Sizes an, um euch an den Markt ranzutasten. Ja, ganz wichtig. Kein Harakiri-Trading, auch nicht ich sage mal jetzt so Spielcasino oder Poker-Seiten-like, mal eben hier 500 Euro einzahlen und will zocken, das bringt überhaupt nichts. Ja, das ist nicht in unserem Interesse. Zum Starten kann man das mit Mini-Size natürlich alles nutzen, aber denkt immer dran, wie Ali vorhin auch schon sagt oder auch das Team, Money-Risk-Management ist das A und O. Und da reden wir eben nicht über Positionen, die beispielsweise hier 10% oder 20% des Accounts in Anspruch nehmen. Arbeitet da im Promille-Bereich, ja, 1%, 2%, 0,5%, da ist weniger mehr, weil am Ende ist das praktisch euer Kapital, ist letztlich die Liquidität oder der Treibstoff vielmehr für die Märkte, um da aktiv zu sein, und das müsst ihr einfach schützen. Ja? Also Kapitalerhalt hat oberstes Gebot, dann erst kommt die Rendite und die Performance. Das ist ganz, ganz wichtig, das müsst ihr euch immer wieder merken, und das wollen wir natürlich auch hier transportieren, weil wir euch jetzt hier nicht zum wilden Zocken anregen wollen. Und jetzt kommt auch schon gleich die nächste Frage, was kostet der Agena Trader? Da wird es auch bei uns ein Modell geben, da sind wir noch in Verhandlungen. Es gibt natürlich hier sozusagen die Andromeda-Version und verschiedene andere Versionen. Da sind wir gerade im Ausklamüsern, das ist, was wir da unseren Kunden anbieten können. Da wird es auf jeden Fall was geben, wo wir sozusagen einen Schmankerl natürlich mit dazu kleben, um den Agena Trader zu nutzen. Eine Frage von Marc, wenn ich die Preisveränderung des... Ja. Ja, ich auch gleich, weil die Frage ist, ob das, das ist genau das Thema, was ich vorher angesprochen habe, ob ich so hohe Positionsgrößen mit Risiko mache. Nein, ich habe gesagt, ich habe ein großes Konto, ich mache das seit langem, lebe davon, ich mache ja auch vor ATT, habe ich Kundengelder verwaltet, dazu habe ich auch schon in der Gruppe mal das gezeigt, einen notariellen Auszug von einem meiner Kunden. Ich handle immer nie mehr als 1% von meinem Depot im Risiko.
Das mache ich jetzt schon seit vielen Jahren, deswegen habe ich auch ein sehr großes Depot. Man muss, egal wie groß das Konto ist, wie gesagt, wir haben das vorhin im Copy schon gesehen, jemand, der ein sehr großes Konto beim Copy aufgemacht hat, hat trotzdem innerhalb kurzer Zeit die Hälfte verbrannt. Das ist egal, wie groß euer Konto ist, wenn man nicht aufs Money Management achtet, ist es schnell mal weg. Natürlich ist es schön, wenn man sieht, boah, das ist ein guter Gewinn, den der Ali da macht. Man muss auch bedenken, dass der Stopp genauso auch einen gewissen Prozentsatz vom Depot kostet. Und wenn ich da zu groß bin, kann mich das natürlich schnell mein Konto platt machen. Deswegen muss man sehr darauf achten, Leute. Also Positionsgrößen werden immer ans Konto angepasst. Genau, Olli, sehr, sehr richtig. Das mit dem prozentuellen Faktor ist auch sehr, sehr genial. Mache ich im Übrigen auch seit vielen, vielen Jahren so. Das heißt, wenn man einen guten Lauf hat und man stets 1% beispielsweise riskiert, dann erhöht sich die Size ja automatisch. Gleiches im umgekehrten Stil. Hat man Drawdown und man liegt leicht schief, dann ist das Prozent sozusagen, mal um es jetzt mal fix zu machen, dann auch immer kleiner werdend, wenn eben hier die Accountgröße auch kleiner wird. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr vernünftig. Und man muss eben auch hier häufig abfeuern am Markt und verlieren. Gehört zum Geschäft, liebe Leute, und die Ohrfeige eben abzukassieren, das ist die große psychologische Herausforderung, und da brauchen wir schon ein Stück weit Fell oder auch Erfahrung, weil es eben der Markt stellt eben dem Spiegel vors Gesicht, und wenn man hier eine falsche Entscheidung trifft, dann ist man im Verlust und dann idealerweise im Stopp, wenn man Risk und Management betreibt. Und wenn das ein paar Mal passiert, ist das eben für die Psychologie eine echte Strafe. Und damit muss der Mensch erstmal klarkommen. Und das ist die große Herausforderung im Trading. Aber verlieren gehört zum Geschäft. Das müsst ihr auch ganz klar wissen. Und wie auch immer man sich sein Setup baut, wichtig ist, dass man im Kopf eben sich dessen bewusst ist, dass das auch Teil des Geschäfts ist. Ja? Und da kann man hier nicht mit der 100%-Quote daherkommen. Und das muss man auch wissen. Ja? Auch nicht mit Überrenditen an dieser Stelle übrigens. Sicherlich, ich habe auch schon das Tollste erlebt und auch gesehen. Aber große Renditen sind immer wieder in der Waagschale des großen Risikos zu sehen. Ja? Also wer hier 1000% macht oder 100% allein schon, glaubt's mir, da ist natürlich auch der Risikohebel ein ganz großer Faktor, und das kann sich langfristig ganz, ganz übel auszahlen, nämlich dann, wenn es eben nach hinten losgeht. Insofern sollte man hier immer lieber risikooptimiert arbeiten und nicht so renditeaffin, weil nochmal, euer Kapital, das ist der Treibstoff für die Märkte, und das müsst ihr euch erhalten, ja, egal wie groß das Konto ist. Also großes Konto mag an dieser Stelle ist auch relativ. Für wen ist, ja, für den einen sind 10.000 Euro ein großes Konto, für den nächsten 5, der nächste sagt ab 50.000 oder 500.000, gerade jetzt im Vermögensverwaltungsbereich geht's los. Das ist relativ. Man muss für sich natürlich auch eine Size oder eine Kontogröße wählen, mit der man arbeiten kann, ja, und auf die man natürlich auch verzichten kann. Ja, das heißt, wenn man da eben eine Verlustphase hat, dann muss man damit leben können, dass man das Geld jetzt dann nicht kurzerhand abzieht und davon eine Schrankwand kauft oder ein Auto repariert. Sowas geht nicht, sondern das Geld ist im Prinzip dafür da, um an den Märkten zu arbeiten. Und das muss auch da natürlich einen Bestand haben, ganz, ganz wichtig. Also wie gesagt, weg von den Casino-Modellen, weg von dem ganz schnellen Rumgezocke. Und in Sachen Zocke oder Trading gehen wir jetzt gleich schon mal ein. Marc, was ist für den normalen, ich muss auf die Frage eingehen, Marc, such den Kontext hier. Nehme ich gerne Normalbürger. Was ist ein großes Konto? Also im Schnitt kann man sagen, die durchschnittliche Kontogröße bewegt sich, sage ich mal, vom Anlegerkreis her im Bereich zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Das ist eine Normalbürger-Kontogröße. Ja? Alles, was über 25.000 Euro ist, ist dann schon größeres Konto, und alles unter 10.000 sind eben kleinere Konten. So kann man das mal zusammenfassen. Es geht bei uns bei JFD ja schon ab 500 Euro los. Ihr könnt Mini-CFDs handeln, ihr könnt Mini-Forex, also die Micro-Lots handeln, 0,01 Lot. Das heißt, ihr könnt mit einem 500-Euro-Account auch ganz leichte Trades abfeuern und hier eure Erfahrungen am Markt sammeln, ist keine Frage. Aber das steht natürlich immer wieder im Verhältnis zu dem zeitlichen Aufwand. Ja, wenn ihr am Monatsende, sage ich mal, 10 Euro verdient habt, aber dafür 20 Stunden oder 30 Stunden eurer Zeit investiert habt, dann ist das der Punkt, wo dann irgendwann Harakiri im Kopf ausgelöst wird und gesagt wird, na, jetzt will ich mal richtig Geld verdienen. Ja, also mein 500 Euro 1.000 Euro machen, also 100% Rendite. Und das führt dann in der Regel immer zum Scheitern. Sprich, das Konto ist platt. Deswegen muss man das immer in Relation sehen. Wenn man mit kleinen Konten anfängt, dann natürlich nicht unbedingt die Rendite sehen, sondern eher die Erfahrungswerte, die man sammelt. Ja, das an dieser Stelle. Gut, die Fragen schießen hier nur so rein. Das Konto, ich muss mal die Fragen jetzt erstmal sondieren, meine Güte, aber es ist gut, dass ihr hier fragt, dafür ist es ja auch aus. Wie sieht es aus mit einem 500.000 Euro Konto? Ja, Marc,
Es geht immer um das prozentuale Risiko. Ja? Ob das ein 500-Euro-Konto ist, 50.000 oder 500.000, es geht darum, dass immer das gleiche Risiko eingesetzt wird, damit man hier auch nicht in die psychologische Fallstrick kommt, einem Trade da irgendwo zu anzubandeln, verliebt zu sein oder ein Top-Underlying zu haben, was man jetzt unbedingt immer traden muss und da eben auch mal mehr riskiert als dort. Nein, es ist immer wieder reine Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass ihr da unterm Strich euren Vorteil ausspielt und das könnt ihr eben, wenn ihr kleine Risiken fahrt und hohe Chancen versucht mitzunehmen. Right. Okay, habt ihr Deutsche? Ali, du hast was? Naja, die Frage ist, ob auf mein Konto mag. Es ist vollkommen egal, ob ich jetzt hier eine halbe Million oder 5 Millionen auf meinem Depot habe. Das wird, ich sage es mal jetzt mal ganz deutlich, ich bin kein Freund von freundlichen Worten. Das kennen meine Schüler, weil es geht darum, wir wollen Geld verdienen. Wir machen das alle hier, weil wir Geld verdienen wollen, nicht weil wir hier Spaß haben wollen oder Hobby ist. Dazu ist es, muss man krank im Kopf sein, wenn man den ganzen Tag sich Striche am Bildschirm anschauen will. Es nutzt, es hat für euch keinen Vorteil, wenn ich ein großes Konto habe und solche Summen verdiene, weil das bringt euch einfach nichts. Und das bringt auch nicht, wenn man irgendwelchen Gurus hinterherläuft, die angeblich tolle tausende Prozente im Jahr machen. Also ich kann nur von mir sagen, ich mache für meine Kunden normalerweise, die ich betreut habe früher, weil ich habe das jetzt natürlich gelassen wegen ATT, im Durchschnitt 25% Rendite gemacht, das ist schon sehr hoch und das auf größeren Konten. Auf kleinen Konten ist es einfacher, aber auf größeren ist es schwieriger. Aber auch das zählt nicht, weil hier geht es ja darum, was ihr lernt und dass man irgendwo mal anfängt. Also ich habe nicht angefangen mit 1-Million-Euro-Konto. Das habe ich nicht begonnen, weil das konnte ich gar nicht. Ich habe auch klein angefangen, mich hochgearbeitet, mir mein Trading-Konto aufgearbeitet durch Trades, durch Einkünfte, die ich gehabt habe. Und dann immer größer gehandelt. Und die Schüler, die hier anfangen, fangen immer sehr klein an, mit wirklich kleinsten Kontogrößen, um die Trades nur zu üben. Und man sieht auch daran, und darum geht es letztendlich, dass ihr es lernt. Und das sehen wir bei unseren Schülern, die dranbleiben, die mit uns täglich drin sind, wie weit es läuft, wie gut die Trades inzwischen werden. Es ist noch ein weiter Weg. Es ist momentan einer der schwersten Marktphasen, die es gibt. Also ich sage mal, 2009 bis 2012 waren die schönsten Marktphasen. Dann wurde es ein bisschen schwieriger. Jetzt ist es sehr, sehr schwierig, dadurch, dass wir Trump haben, dass diese extremen Wahlgeschichten haben momentan, die Märkte überkauft sind. Aber selbst da geht es genau, was Christian sehr schön sagt, um Gelderhalt, dass ihr nicht das Geld verbrennt. Auch wir, wie gesagt, wir handeln viel, wir machen auch unsere Minus-Trades. Das gehört genauso dazu. Es gibt keinen, der keine Minus-Trades macht. Nur die Positionen sind so gewählt, dass die Verluste klein sind. Ja. Also wir hatten schon einen Kunden, einen Copy-Train, der sich beschwert hatte, den haben wir auch rausgenommen. Der kommt dann auch natürlich vorerst mal nicht mehr rein. Sage ich auch in aller Deutlichkeit, wer jetzt schon meckert bei 1% Minus, ja, obwohl wir sogar schon einen Gewinn machen, aber das Prozent ist halt, weil wir sehr, man sieht sehr klein handeln, vorsichtig handeln, mhm, bis die Märkte die Trends aufweisen, der hat das nicht verstanden, worum es hier geht. Und auch das Copy-Trading hat ein Limit. Wir können nicht unendlich viele Leute aufnehmen, weil dann die Liquidität zu groß wird, um in die Märkte reinzukommen. Mhm. Selbst für uns als Händler-Team, wir sind keine Einzelperson, ein Team, ist irgendwo die Grenze erreicht und dann hat derjenige halt einfach Pech. Aber wir können es uns aussuchen, weil so viele Leute eben das anfragen und wir wissen, was wir können. Wir haben es immer wieder bewiesen. Und wie gesagt, hier ist kein Guru-System. Nicht der Ali mit seinem Megakonto tradet und hurra, geil, ich als kleiner Anfänger mit einem 10.000-Euro-Konto. Finde das toll. Ja, ist schön, wenn sich die Leute dafür freuen und mich nicht erstechen wollen dafür. Aber das sollte, und ich zeige offen die Summen, das ist nicht Angeberei, Leute, ich kann euch andere Sachen zeigen. Ich habe das meinen Schülern schon mal gezeigt, was ich für meine Kunden raushole und davon Prozente bekomme. Das sind andere Summen, da könnt ihr anfangen zu sabbern. Aber hier geht es einfach darum zu zeigen, was ist möglich, wenn man dranbleibt. Und das ist das härteste Business, das es gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja früher in der Bank unterrichtet, ich habe dann bei einem kleinen Fonds angefangen, dort auszubilden und das Händlerteam zu betreuen, hat mir nicht gefallen, deswegen habe ich mich ja selbstständig gemacht und das hier aufgezogen. Ich muss sagen, ich sehe die Naivität, 99% der Trader verlieren Geld, weil sie sagen, ich weiß es ja besser, ich kann es ja besser, ich mache einen guten Trade und damit brüste ich mich und diskutiere in Facebook-Foren herum und so, ich bin ja der Coolste, hier sitze ich den ganzen Tag vorm Rechner, so soll es nicht sein. Meine Arbeitszeit, wenn ATT nicht da wäre, sind 3,5 Stunden am Tag, genieße mein Leben. Aber um dorthin zu kommen, das sage ich euch, ist die Hölle. Ihr müsst echt einen harten Weg durchgehen, um mental und technisch so gefestigt zu sein, um dieses Leben zu leben.
der Janis, der jetzt gleich drankommen wird, war mit mir live im Urlaub letztes Jahr in Griechenland, Athen, Kreta, in einem Luxusresort und hat dort erlebt, wie man nebenbei im Urlaub mit minimalstem Aufwand sehr viel Geld verdienen kann und trotzdem den Urlaub genießen kann und Spaß dabei hat, wenn man diesen Weg gegangen ist. Aber das ist ein langer Weg und deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir gleich zum Janis, der kann ein paar Trades zeigen. Genau, machen wir sofort. Den Bildschirm gebe ich gleich rüber. Aber weil du es gesagt hast, liebe Leute, das ist ein Händlerraum der UBS. Ja, also ihr müsst euch mal vorstellen, die Leute, die da sitzen, die sind über die Junior-Stufe, über die Senior-Trader-Stufe gelaufen und glaubt mir, die haben auch alle psychologische Coaches an ihrer Hand. Und wenn die mal 2 Monate keine Performance liefern, dann sind die von ihrem Desk da weg. Das ist schon ziemlich hart, das Business. Und die lassen sich das Geld nicht einfach so aus der Tasche nehmen. Das muss man ganz klar wissen, dass man hier ein wirkliches Team als Gegner hat, oder besser nicht ein Team, das ist ja fast ein Hühnerstall. Ich meine, ob man das jetzt mag oder nicht, es war auch nie meins, deswegen bin ich auch einen anderen Weg gegangen in der Branche. Habe auch keine klassische Bankerausbildung gemacht, bin sozusagen über den Umweg zu dem Markt aus eigener Intention herausgekommen und die Leidenschaft sozusagen dann zum Beruf gemacht oder zur Berufung. Aber grundsätzlich, das sind die Gegner, liebe Leute. Und das, die haben 8 Stunden am Tag, 10 Stunden am Tag nichts anderes zu tun, als eben Profit zu machen. Und natürlich machen die das auch nicht immer, aber ihre Vorgabe ist, dass gerade wenn es jetzt UBS ist eine Bank, aber es gibt gleichsam viele Hedgefonds wie Citadel und andere Großadressen, die bewegen Milliarden am Tag. Und das sind die, die hier am Markt ihre Preise spielen. Und da versucht man über den Chart letztendlich einen Vorteil zu erlangen, mit der Markttechnik ein gewisses Setup zu finden, um in den Markt reinzukommen. Und Ali, ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wir gleich mal deinen, Zögling ist das falsche Wort, aber jemanden, der aus euch sozusagen oder von euch gelernt hat, hier mal über die Schulter zu schauen. Deswegen würde ich den Bildschirm direkt an, das war Dirk, oder? Daniel, was habe ich denn mit Dirk die ganze Zeit? War es Daniel? Nee. Janis. Janis, den sehe ich aber gar nicht in der Namensliste gerade. Janis, oder kannst du das machen mit dem Bildschirm, Stefan? Ja, mache ich, jawohl. Ja. Ich nehme den Bildschirm. Kriegen wir hin, oder? Ja. Sehr gut. Dann leg mal los, was du uns sozusagen mal darbieten kannst. Wie gesagt, toll, dass wir auf ein größeres Team sind, mehrere Leute, mehrere Einschätzungen. Wie gesagt, Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt auch dem Kundenservice von JFD. War ein super Webinar, damit wir einfach das Feedback haben, okay, wir fahren den richtigen Weg, das bauen wir weiter auf, das ist die richtige Richtung, kundenservice@jfdbrokers.de, dann können wir da auf jeden Fall eine Synergie bilden. Jetzt sehen wir wieder den Agina-Trader, wie gesagt, der ist im Launch, Euro-Yen, Währungspaar, spannende Geschichte, mal sehen, was der Janis dazu zu sagen hat, ich bin ganz Ohr. Jawohl, also nochmal ein Hallo von mir. Wir haben heute sehr vieles gehört, wir haben von Ali ein paar Trades gesehen, wir haben gehört, dass es ein ganz harter Weg ist, eigentlich ein ganz steiniger Weg. Wir haben gehört, dass das ein Traum sein kann, natürlich an den Märkten profitabel zu handeln. Wir haben gehört, dass wir einen Plan brauchen. Wir haben gehört, dass wir natürlich hier mit dem Trend handeln, eine Strategie brauchen. Money Management ist ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Ganz großes Thema ist es auch, wie trade ich als Berufstätiger. Ich bekomme sehr oft die Frage gestellt von Leuten, Mensch, wie kann ich denn neben meinem Hauptberuf traden? Wie wir wissen, arbeiten wir alle, wenn wir nicht Hauptberufstrader sind, im Schnitt 8 Stunden am Tag, ja, und trotzdem kann man profitabel an den Märkten sein. Das möchte ich alles in Kürze mal zusammenfassen, aber erstmal im kurzfristigen Bereich. Ich möchte so im Großen und Ganzen mal euch einen Geschmack geben, wie es laufen kann, kurzfristig, wie es langfristig laufen kann, wann man handeln kann, welche Uhrzeiten, was man handeln kann. Also wir haben ein ganz breites Spektrum und ich möchte jedem Zuhörer jetzt, der Neuling ist, die Angst nehmen und sagen, Mensch, ich bin berufstätig, wann und wie kann ich denn handeln überhaupt neben meinem Beruf? Genau, also ganz kurzfristige Geschichte hier. Leute, die mich kennen, ich bin auch Gastronom, langjähriger Familienbetrieb, deswegen sind meine Handelszeiten ein bisschen anders als die normale. Diesbezüglich sehen wir hier den Euro-Yen. Ganz kurz mal zum Trade. Erstmal das ganz große Bild. Das ist ganz wichtig für uns als Trendhändler zu erkennen, wo entsteht Bewegung, was passiert überhaupt mit dem Wert, ja, und wohin soll es gehen. Ein ganz wichtiger Grund ist hier zu wissen, ich brauche Ziele.
Ja? Ziele heißt, wir gehen nicht einen Trade ein, um 10, 20 Pips zu holen. Ja, das ist eben nicht die Art, die ich persönlich trade und wir natürlich auch nicht, sondern wir brauchen Ziele. So, das ist erstmal der Punkt 1. Punkt 2 ist es natürlich, in welche Richtung trade ich denn überhaupt? Ja? Also, ich bin Trendhändler, so wie wir das unseren Schülern auch beibringen. Hierzu zeige ich mal den Tageschart in Euro-Yen. Wie wir sehen, ist das ein längerfristiger Abwärtstrend, ja, der hier sozusagen gebrochen wird. Man sieht das hier auch ganz stark, wo hier die Stops gelegen haben, wo Bewegung entsteht. So, mal den Trade abgesehen, wir gehen mal zu dem kurzfristigeren Trade jetzt. Was passiert jetzt mit dem Wert? Ja, man sieht hier, er geht wieder in die Short-Richtung. Es ist fast normal zu sagen, nach einer starken Bewegung erfolgt wieder die Korrektur oder andersrum. Ja? Nach einer Korrektur geht das wieder in die Bewegung und so weiter und so fort. Jetzt würde eine oder andere sagen, ja, Moment einmal, du hast aber jetzt hier keine Richtung zu sagen, du hast einen Trendbruch auf Tag. Was brauche ich denn jetzt überhaupt hier zu traden? Und das ist eben hier das ganz Interessante zu sagen, neben meinem Hauptberuf komme ich her und sage, aha, okay, ich habe jetzt Spätschicht gehabt, meinetwegen, oder ich kenne diese Schichten nicht, die Uhrzeiten, aber ich komme irgendwann um 21, 22 Uhr nach Hause. Was kann ich denn jetzt machen? Schauen wir uns hier an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Richtungen herauszufinden. Ja, und das sieht man hier im Stundenchart. Zeige ich euch mal hier ein. Man sieht hier einen sehr schönen Trend, ja, der hier abwärts verläuft, ganz deutlich und schön zu sehen. Was kann ich jetzt machen? Ich kann mir diesen Trend als Richtungsgeber her tun. Ja? Und somit kann ich hier mir ausrechnen, wie und wo kann ich traden. Das habe ich hier gemacht in der Nacht. Das war ungefähr um 23 Uhr, glaube ich, genau um 23 Uhr. Ja? Somit hier abgesichert, die Hälfte der Position rausgenommen. Stop bleibt hier oben und somit kann ich auch kurzfristig traden. Ja, somit kann ich eben hier einen Trade aufbauen. Wir haben vorhin ein schönes Wort gehört, pyramidisieren. Darum geht es im professionellen Trading. Also pyramidisieren, so kann man wirklich sein Depot, so kann man die Position extremst aufbauen. Dazu auch später mehr am Nachmittag. Was ich dazu zeigen möchte, wie Pyramide aussieht und wie lange wir mal einen Trade halten können, sieht man hier. Ja? Euro-südafrikanischer Rand, über 10% in einem Währungspaar. Wow. Also, das ist mal eine Hausnummer, wo man sagt, das ist auch keine Angeberei, es ist auch keine Riesenkunst, wenn man weiß, was man tut. Ja? Hier drin sind mehrere Pyramidisierungen, haben hier mehrere Pyramidisierungen stattgefunden. Die letzte hier unten, schauen wir uns mal im Stundenchart an. Zeigt er mir, ach ja, weil es zu weit zurückliegt. Genau, die letzte ist irgendwo hier erfolgt, ja, aufgrund dessen, dass man sagt, wir sind auf Tag extrem abwärts gerichtet. Gehen wir nochmal auf Tag zurück, um das zu sehen. Man sieht hier diesen ganz, 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 ganz langen Abwärtstrend auf Tag, ja, sehr schön zu erkennen. Somit kann man hier immer wieder Einstiege suchen. Ob das jetzt eine kleinere Trendgröße ist, eine größere Trendgröße, ob man jetzt nur einmal am Tag Zeit hat, einen Wert zu verwalten, oder ob man jetzt nur 3 Stunden Zeit hat, einen Wert zu verwalten, so kann man hier in verschiedenen Trendgrößen Werte raussuchen und die auch traden. So, ganz kurz zur Pyramide. Einstieg hier, also Zusatzeinstieg, Teilverkauf hier. Ja, wie ihr seht, arbeite ich sehr gerne mit Alarmen. So lege ich mir die hier im Markt und wenn mal ein Alarm losgeht, da weiß ich, aha, es ist Zeit, um einen Teilverkauf zu machen. Ja, das sieht man auch sehr gut hier im Euro-Yen. Ich habe extra den Alarm mal hier gelassen. Ihr seht, der ist hier blass im Hintergrund. Das heißt, der wurde schon getriggert und genau hier habe ich geplant, einen Teilverkauf zu machen. So funktioniert das hier. Ja?
Einen längerfristigen Trade, wieder im Euroraum, sieht man hier im Eurocut. Ganz wichtige Sache, was ich hier auch erwähnen möchte, wieder Einstieg. Ja, viele Leute haben immer Angst, wenn die von einem Trade rausfliegen. Ja, deswegen ist das Money Management auch ein ultra wichtiger Faktor in diesem Sinne. Ja, man sieht hier mehrere Einstiege, hier ein Fehltrade, hier unten, hier ein Fehltrade und jetzt ist das Ding wieder in Short-Richtung abgesichert, kleine Pyramide hier gemacht, nächster Teilverkauf ist hier zu tätigen. Warum habe ich diesen Trade gemacht? Da gehen wir wieder in den Tageschart zurück. So, man sieht auch hier mehrere Einstiege, mehrere Gewinntrades auch. Ja, man sieht hier Fehleinstiege. So tradet wir das Ding. Ganz kurz zu den Trades. Ganz langer Abwärtstrend auch. Hier, man muss sowas erkennen, natürlich, wenn man die Erfahrung hat und zu wissen, wo entsteht Bewegung. Ja, man sieht das hier sehr schön, dass hier, wenn hier diese Stops geholt werden, natürlich Volumen in den Markt kommt, ja, die Volatilität steigt und man hier gute Chancen hat, eben einen Trade zu starten. Deswegen auch hier der erste Einstieg. Ja, ich habe dann die Schwäche wieder erkannt und somit noch in die Short-Richtung getradet. Das ist ein längerfristiger Trade, also der Plan ist natürlich, diesen Bereich hier unten wieder zu erreichen. Ob das passiert, kann ich natürlich nicht wissen, deswegen vorherige Absicherungen. Ja, und wenn das dann so weitergehen würde, würde ich natürlich hier den Trade aufbauen, wieder teilverkaufen, aufbauen, wieder teilverkaufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, an der Stelle. Ich habe ganz viele Trades auch im Aktienbereich. Ja, hier mal eine Reihe von verschiedenen Trades, aber die möchte ich dann zeigen am Nachmittag, wenn natürlich die Märkte offen haben in den USA. Bleiben wir mal im Forex-Bereich, um zu sehen, was hier noch los ist. Man sieht hier auch, lieber Christian, schau her, ein Trade, der über mehrere Monate gelaufen ist, auch ja, im US-Dollar Südafrika, seit letztem Jahr November. So kann man längerfristig traden. Also so viel zur berufstätigen Trading, ja, so viel zur längerfristigen Trading. Und genau, man hat jetzt hier, diese Position ist nicht mehr aktiv. Ja, man hat diese Bewegung hier verpasst. Hätte man wieder einsteigen können, habe ich nicht gemacht, weil ich auch im südafrikanischen Rand mit dem Euro dabei bin. Und das ist auch ganz wichtig, solche Bewegungen mitzunehmen. Und das gehört absolut zum Profi-Trading, zu sagen, nicht nur, wenn beispielsweise der DAX in dieser Woche 1000 Punkte macht in Richtung Short beispielsweise und jemand kommt her und sagt, pass auf, lieber Janne, ich habe hier 50 Punkte ertradet oder 100 Punkte im DAX, ja, dann sage ich, sehr schön, aber schau her, du hast eine Bewegung von den restlichen 900 Punkten liegen gelassen und das gehört nicht zum professionellen Handel. Also, wenn man ungefähr 70-80% der Bewegung, die entsteht, mitnehmen kann, das ist professionell. Und das noch dann mit Fremdkapital, beziehungsweise wenn man im selbstständigen Profibereich ist, also wenn man seine Rechnungen und Trading bezahlen muss, dann ist das eine Leistung, auch mental. Ja, so viel aus meiner Seite, später natürlich viel mehr. Jetzt möchte vielleicht auch jemand anderes Trades zeigen und somit bauen wir das hier so auf. Jungs, habt ihr noch was? Also erstmal vielen Dank an dieser Stelle, Entschuldigung, das ist wirklich herausragend und zeigt eben auch, ich meine, Euro-Südafrikanischer Rand, US-Dollar-Südafrikanischer Rand, das ist schon ein Stück weit exotisch, das muss man ganz klar sagen, aber wenn man das Ding natürlich nicht im 5-Minuten-Chart abspult, sondern eben hier im Big Picture sieht, und das ist bei Währungsmärkten insbesondere, wer zum Beispiel auch Euro-Türkisch Lira sich anschaut oder auch gewisse Yen-Pairs, also da, wenn mal Bewegung, Momentum in eine Marktrichtung geht, dann kann es da auch ordentlich Bewegungsimpulse geben und wenn man die durchhält, dann kann man auch die meinetwegen ganzen zwischendurch erfolgten Ausstopper
locker in den Jackpot drücken, weil man einfach sagt, das ist natürlich hier die hohe Kunst. Und das, wie gesagt, auch ohne hektisches 5-Minuten-Chart-Trading, sondern hier im Big Picture hervorragend erklärt und schönes Beispiel, ganz klar. Muss man sehen, wie ihr hier sozusagen die einzigartige Vorgehensweise der Markttechnik hier unterstreicht. Da gibt es viele Ansätze und hier malt er ja jetzt auch gerade schön rum. Sicherlich ist das ein Beispiel-Trade, der funktioniert. Es gibt viele Trades, die nicht funktionieren, aber mit so einer Pyramide, die man dann auch noch durchhält, lässt sich eben tatsächlich auf der richtigen Marktseite gutes Geld verdienen. Und das ist, wie gesagt, genau die Kunst, um die es hier praktisch geht. Hat jemand anders dann noch so einen Schmankerl vielleicht? Wie gesagt, am Nachmittag gehen wir auf die US-Märkte ein. Frage dazu vielleicht, handelt jemand von euch generell lieber oder handelt ihr speziell lieber die US-Märkte oder auch deutsche Aktien? Jetzt einfach auf die Aktien bezogen sozusagen. Wie sieht es da aus? Also wenn ich die Frage beantworten darf von meiner Seite, ich persönlich handle sehr, sehr, sehr gerne den amerikanischen Markt. Grund dafür ist die Liquidität. Grund dafür ist die Vielfalt vor allem. Ja. Im deutschen Raum hat man vielleicht eine Handvoll liquide Aktien, die auch schöne Trends aufweisen. Viele verlaufen seitwärts, viele bewegen sich nicht so stark. Aber wenn man sich natürlich die Vielfalt im amerikanischen Markt anschaut, dann ist das natürlich gigantisch. Das heißt, man hat da eine Auswahl, die man treffen kann mit schönen Werten, mit liquiden Werten, mit Werten, die jetzt nicht unbedingt extrem von politischen Sachen abhängig sind. Und das macht den amerikanischen Markt natürlich sehr, sehr attraktiv. Absolut, da stimme ich dir zu, Janis. Man muss auch sagen, ich gucke auch gerne auf saisonale Muster und Zykliken. Ich meine, es gibt Aktien, die sind schon weit über 100 Jahre alt. Die muss man hier in Deutschland erstmal finden. Um ehrlich zu sein, gibt es die nicht. Allein schon dividendentechnisch zurückgerechnet bis in die 90er Jahre findet man kaum Titel, wo so lange Dividendenhistorien vorherrschen. Der US-Aktienmarkt ist da einfach noch mal das Zentrum der Welt, ganz, ganz klar. Jetzt haben wir noch was von Jürgen bekommen. Handelt bei ATT auch jemand im ganz kurzfristigen Bereich? Hier der Handel aus der Korrektur möglich. Also das erschließt sich wahrscheinlich hier in einem Timeframe M1, M5, M15, also Intraday-Bereich. Habt ihr da eine Affinität oder seid ihr generell auch für die Schüler länger ausgerichtet? Ja, Stefan? Ja, da würde ich vielleicht mal darauf eingehen. Könnt ihr mal zu mir schalten? Klar. So, Moment. Also wenn ich das vielleicht ganz kurz mal aufzeigen kann, natürlich handeln wir auch kurzfristig, sowas wie Ali vorhin gezeigt hat, im Future-Bereich oder auch im CFD-Bereich oder im Währungsbereich. Also das sind so die drei Instrumente, die auch kurzfristig gehandelt werden, also Futures, Währungen und Index-CFDs. Ja. Und das kann dann auch kurzfristig gehandelt werden. Wichtig ist eigentlich immer die Herangehensweise, dass wir einen Trend haben, ja, ob der nun auf Stunde, ob wir uns den auf Stunde angucken oder auf Tag, ist egal. Wenn wir einen Trend haben, zum Beispiel auf Stunde, dann versuchen wir den ja sowieso untergeordnet zu handeln, das heißt nochmals auf den kleineren Trendgrößen und demzufolge versuchen wir da natürlich auch schnelle Bewegungen mitzunehmen. Also wenn wir das mal so ein bisschen auf die Sachen übertragen, was wir hier machen. Also da ist einmal der private Handel, ja, dann ist einmal der Handel in der Vermögensverwaltung, dann ist der Handel im Copy Trading und dann ist der Handel im Signaldienst. Also das sind so die vier Sparten, sage ich mal, wo wir uns betätigen als Händler. Wenn wir vielleicht ganz kurz mal mit der Vermögensverwaltung anfangen, da hat ja Ali schon gesagt, da laufen die Werte teilweise auch mal ein ganzes Jahr und das ist eigentlich auch so gewollt, weil die Kunden wollen natürlich sehen, dass da die Positionen, also sie wollen natürlich Profite sehen, aber die wollen auch sehen, dass da was im Depot drin ist. Und da haben wir zum Beispiel, hier ist auch das Beispiel privat von mir, die BMW, die haben wir auch unter anderem in der Vermögensverwaltung immer noch offen, auf dem etwas größeren Trend auf Tagesbasis einfach gehandelt, da ist viel Platz nach unten. Der Autobranche, vor allem der deutschen Autobranche, werden jetzt einige Steine in den Weg gelegt. Es gibt starke Konkurrenz, also Tesla ist da ein starker Konkurrent. Da müssen die Autobauer aus Deutschland erstmal irgendwie umdenken und ob die das schaffen, ist auch so eine Frage und so weiter. Also die BMW ist sowohl technisch als auch fundamental interessant hier in Short-Richtung. Es gibt viele Ziele und die kann man halt auch mal, sollte das Ganze sich hier fortsetzen, eine Weile halten, zum Beispiel auch mal ein ganzes Jahr.
Da nimmt man dann immer mal was raus, man kann es aufbauen, wie auch immer. Das wäre der Handel in der Vermögensverwaltung. Im Copy Trading, ja, versuchen wir natürlich regelmäßig jeden Tag Trades abzusetzen. Ja? Das heißt, da handeln wir sowohl kurzfristig als auch mittelfristig. Dass da mal ein Trade über ein Jahr laufen wird, das ist höchst unwahrscheinlich, ja, weil auch einfach die Kosten da so ein bisschen zeitlich gegen uns spielen, zum Beispiel auch im Aktienbereich, da hatten wir ja auch was gehandelt, da kamen dann die Swap-Kosten als Gegenspieler, das hat dann den Gewinn so ein bisschen aufgefressen, das heißt, hier sind wir natürlich eher kurzfristig unterwegs, da versuchen wir die schnellen Bewegungen in den Währungen mitzunehmen, in den Indizes und natürlich auch gegebenenfalls über Tage, vielleicht sogar manchmal über Wochen aufzubauen, ja, und das wäre eigentlich das Copy Trading. Der private Handel an sich und der Signaldienst ist so eine Mischung. Also da richtet sich natürlich jeder so aus, wie er möchte. Wenn wir uns das mal bei mir anschauen, also ich handle hauptsächlich Privataktien aus dem amerikanischen Bereich. Da ist hin und wieder mal eine deutsche Aktie dazwischen. Das wären dann hier so amerikanische Aktien, die wir uns dann am Nachmittag nochmal anschauen können. Das sind jetzt hier eigentlich fast nur Gewinntrades, glaube ich. Es gibt natürlich auch Verlusttrades, das möchte ich an der Stelle sagen. Zum Beispiel hier gestern auch ein Wert eröffnet oder vorgestern, ich weiß nicht so genau, auch mal ein Longwert dazwischen, den gucken wir uns heute Nachmittag an, wie der eröffnet. Dann handle ich selbst auch privat Futures. Ich handle hin und wieder Indexiv-Tees, ich handle natürlich die Währungen. Und was ich auch seit neuestem hin und wieder privat handle, sind Knockout-Scheine. Und der Signaldienst ist so... Wie bitte? Der Stefan handelt Knockout-Scheine, das ist ja ganz was Neues. Ja, das ist so eine private Geschichte. Okay. Kann man auch mal ein bisschen längerfristiger liegen lassen, hat okay. Die Gap gefahren und so weiter. Und... Genau, da kann man auch spezielle Strategien anwenden, wie Struggle-Strategien und so weiter. Aber das ist jetzt nicht Thema, weil das auch einfach hier nicht aus dem Chart gehandelt werden kann. Also grundsätzlich handeln wir ja nur Produkte, die wir direkt aus dem Chart raushandeln können. Und da natürlich hauptsächlich Aktien, Futures und Währungen und die CFDs. Genau, ich hoffe, die Frage ist soweit beantwortet worden. Und ja, das sind im Moment meine offenen Positionen, die gucken wir uns heute Nachmittag an. Wenn wir uns hier nochmal an den Markt trauen, können wir ja vielleicht nochmal den DAX uns ganz kurz reinholen. Eine Sache, die ich ganz oft noch auch so aus früheren Zeiten von mir erinnere, an mich, also eine Sache, an die ich mich öfter mal erinnere, noch aus meinen Anfängerzeiten ist, dass ich ja theoretisch auch ständig handeln möchte und ständig handeln kann, weil der Markt hat ja eigentlich auch den ganzen Tag lang offen. Aber man sieht jetzt hier schon zum Beispiel im DAX, die Bewegungen, die eigentlich essentiell sind, die sind meistens so um die Markteröffnung herum. Also das sind die Bewegungen, die man holen sollte, ja, wenn man kurzfristig handelt. Ja. Und dann kann man eigentlich auch Mittagspause machen, weil in der Mittagsphase passiert meistens nicht so viel, es ist auch wenig Volumen am Markt und oftmals werden dann auch die falschen Richtungen angepeilt. Ja? Also das heißt, in der Mittagsphase kann man auch mal schnell Geld verlieren, wenn man kurzfristig handelt. Und das vielleicht noch ganz kurz, deswegen jetzt zum Beispiel wäre jetzt die Zeit fast wieder ran, dass man Mittagspause machen könnte und es würde dann erst wieder interessant werden, so ab 14 Uhr bis 17 Uhr und dann auch nochmal am Abend. Hast du vollkommen recht, das ist mit der Handelsfrequenz auch ein wichtiges Thema. Ich kann mich noch an meine berufstätige Zeit erinnern. Ich hatte mittags, ja, mir mal eine längere Mittagspause mal gegönnt, so von 1,5-2 Stunden und dachte mir, jetzt scalpe ich mal den Markt so von 11 bis 1. Ne? Das klappte anfangs hin und wieder und dann zum Schluss war es eine Fatalität, weil man sich natürlich immer auch dem Marktumfeld, sage ich mal, anpassen muss und das ist nicht so, dass der Markt sich einem selbst anpasst. Das heißt, es ist ein Irrglaube zu glauben, wenn man jetzt an den Markt geht, gerade zur Mittagszeit, dass jetzt genau die Setups laufen, die eben funktionieren. Deswegen auch erstmal danke, Stefan, für die Einleitung und auch die Erklärung in Sachen Position. Aber man muss hier natürlich auch immer seine eigenen
Möglichkeiten abfassen. Wie der Janis ja vorhin sagte, auf Tagesbasis ist da viel möglich. Da kann man auch am Abend Positionen checken und man muss nicht intraday hier am Rechner sitzen und jederzeit abfeuern. Wobei das natürlich der Reiz der Geschichte ist und die ganze Branche will die Leute da auch regelmäßig abholen. Das ist natürlich wirklich tricky, weil das natürlich dazu verleitet, immer wieder Bewegung handeln zu wollen, obwohl es gar nicht vernünftig ist. Also das ist, wie gesagt, ganz, ganz wichtiges Statement von dir gewesen. Ich habe eine Frage wegen den Gebühren. Ja, natürlich sind CFDs, haben die sozusagen eine Finanzierungskosten über die Nacht. Und bei Währungen ist es so, da muss man wissen, hängt das eben von den Leitzinsdifferenzen ab. Ja, also das heißt, Rollover-Swap-Gebühren ergeben sich aus den Zinsdifferenzen der einzelnen Währungsräume. Und es gibt positive Rollovers und es gibt negative Rollovers. Das heißt, eben hier immer im Kontext der Währungen zu sehen und die werden gut und abgeschrieben. Und ja, wir bei JFD routen auch hier, und das sagt der Ali ja eingangs, die Rollovers durch, so wie wir sie vom Interbankenmarkt bekommen. Und beim CFD ist es ja so, dass auch der CFD-Anbieter, wohlbemerkt, das sind nicht wir. Wir sind kein Market Maker, die Produkte auflegen, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern wir stellen nur Angebot und Nachfrage auf einem marktneutralen Platz her, und der CFD-Anbieter als solcher hedgt sich, also sichert sich möglicherweise ab, beziehungsweise hat natürlich auch seinen Kostenblock hintenrum, und Finanzierungskosten sind bei CFDs dann ganz üblich und normal, und je länger man eine Position hält, desto größer, und das sagt der Stefan gerade bei Aktien-CFDs, werden die Positionen natürlich, weil man sozusagen einen gehebelten Kredit bekommt von dem entsprechenden Emittenten oder Market Maker, der das CFD sozusagen auflegt. Wie gesagt, nochmal, wir dürfen keine CFDs auflegen, wir haben keine Market Maker Lizenz, und das war uns auch ganz wichtig von Beginn an, eben hier niemals auch nur die Idee haben zu können, gegen den Kunden zu handeln, und das als Unterstreichung. Terence, ich hoffe, ich konnte dir hier die Frage beantworten. Wie gesagt, heute Nachmittag 14:15 mitschreiben, mit demselben Link geht es dann hier nochmal weiter. Ganz, ganz wichtig, dass es hier sozusagen die Info gibt, dass wir denselben Link benutzen und am Nachmittag nochmal ein Stück weit andere Ausführungen fahren im Sinne rund um das Trading. Jürgen, andere Broker werben natürlich mit gewissen kostenlosen Handel, mit wir haben keine Swaps, aber glaub mir, Jürgen, der ist kein Samariter, der Broker, und der wird auch Geld verdienen wollen, und das schlägt er entweder auf die Spreads drauf oder gewisse andere Sachen, auch so Bonuseinzahlungen sind übrigens in Zypern verboten mittlerweile. Ja, also zahl du 500 Euro ein, wir legen als Broker nochmal 500 Euro drauf, ist ein hervorragendes Werbegimmick, um die Leute anzulocken, ist aber in Zypern jetzt von der SISEC offiziell verboten. Und die, die es noch machen, werden sicherlich in Kürze Klagen kriegen. Denen stört es wahrscheinlich nicht, ja, aber es ist natürlich unlauterer Wettbewerb, um die Leute zum Zocken zu animieren. Das ist nicht in unserem Interesse, und wir sind auch wahrscheinlich einer der unzypriotischsten Brokers, die es überhaupt gibt. Warum sind wir in Zypern? Ich will es ganz kurz sagen, weil das dort der Forex-Hub Europas nach London ist und weil dort die CFD- und Forex-Branche sozusagen ihre zweite Homebase in Europa hat, neben dem, dass es unternehmensfreundliche Steuerpolitik gibt und dergleichen, ist es sozusagen Little Forex Land, und jeder Broker hat dort sozusagen eine Zweigstelle oder auch seine Registrierung. Unsere Kundengelder sind überdies segregiert vom Firmenvermögen. Das heißt, selbst wenn in Zypern das Land untergeht, und wir hatten 2011 die Zypern-Krise, eure Gelder liegen in Europa, in Deutschland oder bei Barclays UK in England. Also ihr braucht euch da keine Angst machen, und es ist auch ein völliger Irrglaube, wenn irgendwelche Marktschreier in Anführungszeichen hier publizieren, dass der Markt oder der Broker, der hier am zypriotischen Markt reguliert ist, hier irgendeinen Fadenschein macht, weil da muss man mal ganz klar sagen, der Markt oder besser gesagt der Broker, der sich dem Markt hingibt, ist natürlich immer von seiner Integrität gefragt, was er macht. Und das ist von der Regulierung unabhängig. Und auch die SISEC ist mittlerweile eine Regulierung, die hier zum Beispiel auch die Nachschusspflicht abgeschafft hat. Ja, ob das gut oder schlecht ist, darüber kann man streiten. Letztlich wurde es gemacht und wir haben es auch umgesetzt, weil wir natürlich da auch regulatorisch unter dem Mantel der SISEC sitzen. Aber das ist auch ein europäischer Konstrukt. Und man muss auch sagen, MiFID II, also aus Brüssel, die Finanzregulierung, wird 2018 da auch nochmal ein neues, ich sag mal, Verfügungsstatement, neues Gesetz rausbringen, was viele andere Broker auch hier übrigens in eine interessante Situation bringt, weil dann nämlich die Nachweispflicht der Trade-Ausführung, das, was wir von Beginn an mit unserem Post-Trade-Report leisten, nachgewiesen werden muss. Und glaubt mir, liebe Leute, wenn ihr dann wisst, dass der Broker die Trades ins eigene Buch nimmt und an euren Verlusten partizipiert, dann stelle ich mir die Frage, ob das der richtige Broker ist, um langfristig erfolgreich an den Märkten zu agieren. Und da glaube ich, wird der ein oder andere noch, sage ich mal, sich umschauen müssen aus der Brokerbranche. Und wie gesagt, da spielt es keine Rolle,
wo der Broker jetzt seinen Sitz hat, wenn die Firmengelder segregiert sind vom Firmenvermögen. Und das muss man wissen, bevor man hier mit irgendwelchen Halbwahrheiten um sich schlägt. Ja? Also, das mal an dieser Stelle, wollte ich nochmal eine Lanze brechen. Wichtig ist, wie gesagt, dass wir jetzt hier noch ein bisschen weiterfahren in Sachen Ausbildung oder dem, was wir sozusagen transportieren können. Wir haben jetzt schon fast 2 Stunden rum. Wir machen noch bis 11.15, 11.30. Müssen wir mal sehen. Ali, bist du noch on air? Hast du noch einen Schmankerl, noch ein Statement beziehungsweise eine kleine Erklärung, Vorgehensweise? Ja, zum einen brauchen wir jetzt eigentlich wieder mal am Chart zeigen. Der DAX ist mal raus. Das heißt, wir haben ja vorgesehen einen Gewinn im Teilverkauf und den Rest im Stopp abgesichert. Das ist jetzt nicht die Welt gewesen. Jetzt reden wir hier von 1.500 Euro Gewinn. Das war das Maximum, was ich jetzt in dieser kurzen Zeit rausholen konnte. Ich habe kein Risiko eingegangen. Ich habe auch erklärt, ich habe den Stopp ein bisschen im Gewinn abgesichert gehabt. Wir brauchen einen Bildschirm, Ali. Stefan, kannst du den Bildschirm Ali geben? Das macht immer noch mehr Sinn. Wir haben zwar jetzt den DAX Cash hier zu sehen, das CFD sozusagen, aber wenn Ali den Trade dokumentiert... Dann gehen wir kurz zu meinem Schirm. Jürgen, danke an dieser Stelle für das Vertrauen auch an dieser und auch Terence, ne? Also JFD, das danke für euer Lob an dieser Stelle. Das ist ja genau das, was wir transportieren. Und auch wenn ihr da die Erfahrung habt, wie gesagt, Mundpropaganda ist das Beste. Und da irgendwelchen Marktschreien zu glauben, weiß ich nicht. Andreas, wir sehen uns gern auf der Invest oder auch auf dem Börsentag München. Da werde ich auch meine Runde drehen. Gern, wenn es hier Infos gibt über Leute, die hier dann sozusagen alles in einen Topf werfen, ohne den Hintergrund zu hinterfragen. Aber da seid ihr sicherlich aufgeklärt. Und dafür dient auch dieses Webinar, um auch mal hier da ein Stück weit Aufklärung zu schaffen. Aber Ali, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Nein. Ich komme eh zu dem Thema noch zurück. Apropos, ganz kurzer Einwurf, München. Nächste Woche, da wird auch der Stefan vor Ort sein, das Buch präsentieren. Ein Vortrag. Also wer Interesse hat, 16.15 hält der Stefan dort einen Vortrag und Janis ist auch in Begleitung vor Ort. Okay, gut zu wissen. So, wir haben ja vor den Trade gesehen, der wurde in der Höhe ja eingegangen, in der Höhe ungefähr. Wir haben ja hier den Teilverkauf gemacht. Da habe ich gesagt, dass die Märkte nicht runtergehen und weil es ein sehr riskanter Trade ist, habe ich den abgesichert im Gewinn. Somit ist es raus und warte mal ab später, ob dann, wenn die USA kommt, mehr Bewegung in den Märkten ist, ob wir dann vielleicht Einschläge finden werden. Vorerst mal lass es bleiben. Vielleicht ganz kurz zu dem Thema, was du gesagt hast. Kurz zu mir, bitte, man muss nicht studiert haben. Ich habe Jus und Wirtschaft studiert. Auch ein anderes Mitglied bei uns ist auch Jurist. Wir arbeiten hier sehr korrekt, wir achten sehr darauf, weil deswegen auch die Brokerwahl. Natürlich haben zyklische Broker einen schlechten Ruf, aber das ist hier eine andere Sache. Deswegen haben wir uns JFD auch angeschaut. Wir sind auch beim Haftungsdach von JFD und ich kann nur sagen, was JFD mir zeitlich angetan hat an Überprüfungen und Dokumente, die ich vorlegen muss, dachte ich echt, ich bin jetzt versklavt worden. Also das ist jetzt, was da verlangt wird. Und deswegen sehe ich auch, dass JFD im deutschsprachigen Raum niemanden anderen aufgenommen hat, allein aufgrund der Tatsache, wie die genau arbeiten und dass sie genau nach Gesetz vorgehen und sehr streng sind bei ihrer Auswahl. Deswegen auch die Partnerschaft von uns, die haben uns lange beobachtet. Auch wir wurden ja getestet, man sieht es ja bei Broker-Deal, wir haben da Maulwurf bekommen, sowohl in der Vermögenswahl, in der Ausbildung, auch im Signaldienst. Auch das Copy-Training wird gerade geprüft. Also wir stellen uns öffentlich hin, wir trauen uns das hinzuzeigen. Ich gehe so weit, dass ich sage, ich habe Leute vor 2,5 Jahren ausgebildet, ich vertraue ihnen die Konten an, weil ich weiß, auch wenn jetzt eine ich sage mal grob gesagt, Drawdown-Phase ist, die gerade mal 1% beträgt, was ja lächerlich ist, darüber zu diskutieren. Sie haben das Money-Management im Griff und wissen, was sie tun. Mhm. Und das sehen wir auch in der Vermögensverwaltung, dass die Kunden, die letztes Jahr dort waren, ihre Konten vergrößert haben und immer noch dabei sind. Zu dem Thema, was du vorher gesagt hast, wir sind nicht die, die jetzt rumlaufen und sagen, der hat das gesagt, der ist schlecht. Wieso das und da haben wir uns aber was vorbereitet und zwar, wie gesagt, als Juristen, als Anwälte, die sich das genau anschauen und nicht einfach irgendwelche Behauptungen geben. Ich glaube, wir hatten diese PDF, Stefan, du oder Felix, wer hat das jetzt offen zum Zeigen? Lass mal kurz das ansprechen. Du meinst den Vergleich? Genau. Okay, Moment. Ja, das ist ganz interessant, also dass der
Bin ich mal gespannt. Ah ja, hier. Also lass uns das mal angucken, was er da gemacht hat. Ich kenne das noch nicht, wie gesagt. Das ist jetzt, wie gesagt, auch von ATT sozusagen ins Leben gerufen. Ich habe das auch noch gar nicht gesehen, was Ali hier sozusagen als Jurist da mal so zusammengebastelt hat. Können wir uns kurz anschauen. Aber wie gesagt, liebe Leute, ne, es geht dann auch heute Nachmittag weiter und nachher schauen wir noch mal kurz auf das, was wir am Nachmittag machen. Aber Ali, das Wort gehört dir. Bin mal ganz gespannt, was du hier sozusagen zusammengestellt hast. Also wie gesagt, es ist in dieser Branche üblich, jeder rennt rum und macht den anderen schlecht. Ja, natürlich, wenn man nichts kann, macht man den anderen am besten schlecht. Wir sind Leute, die mit Fakten arbeiten. Das ist hier Rechtslage, das sind Verträge und auf dessen haben wir uns das auch ausgearbeitet. Ja, wir haben hier bei JFD vorerst mal die 20.000 Sicherheitsanlage, die gebunden ist. Aber aufgrund der Tatsache, dass das Geld ja nicht im Depot von JFD liegt, sondern auf verschiedenen Banken aufgeteilt ist, sind bis zu 100.000 Euro eben durch die normale Sicherung abgesichert von den Banken. Ja. Dadurch ist das Geld von den Kunden mal sicher. Das ist mal Punkt 1. Was bei der Konkurrenz von einigen Leuten ist, die behaupten, sie haben da eine Bank dahinter, die gerade mal die Lizenz beantragt hat, aber nur 20.000 eigentlich abgesichert ist, da will ich mal auch ein bisschen genauer schauen. Was noch dazu kommt, die Kundengelder kommen bei der Konkurrenz auf ein Sammelkonto, was hier eben nicht der Fall ist. Man nennt das auch Omnibuskonto, richtig. Genau, ihr verteilt es auf mehrere Banken und dadurch ist die Sicherheit da, während dort das auf einem Konto drauf liegt und dann die Gefahr da ist. Eine Zulassung bei der BaFin heißt nichts, Leute. Bei der BaFin muss man sich nur melden, dann ist man registriert, die schaut dann auf einen, das heißt auch JFD ist bei der BaFin gemeldet und die schauen drauf, aber heißt nicht, dass man da deswegen jetzt komplett reguliert ist nach den Regeln, sondern es gibt eben die CISEC und dann auch noch weitere europäische Verantwortliche, die drauf schauen. Und danach ist auch eben JFD gelistet und deswegen ist es nicht der typische Broker, der da rumläuft und irgendwelche Kundengelder macht. Bevor, ich darf das sagen, Forex Pro wurde genannt, das wird auch von diesem gewissen Konkurrenten sogar vermittelt. Das ist ein reiner Market Maker. Ihr wisst, was ein Market Maker ist. Der arbeitet auf seinen eigenen Büchern auf und geht eigentlich immer gegen die Kunden, weil sonst zahlt er ja von seinem eigenen Geld. Das heißt, er kann der Kunde nur Geld verlieren. Was auch Unterschied ist, das, was wir hier machen, wurde auch falsch gesagt. Das ist ein Copy Trading, was ihr hier angeboten bekommt. Kein Vermögensverwaltung. Dort wird es als Copy Trading verkauft, wird aber in den Verträgen als Vermögensverwaltung dargestellt, deswegen dort auch die monatlichen Fees, die abgezogen werden, automatisch Gebühren, die abgezogen werden, die hier bei uns nicht stattfinden. Das heißt, bei uns gibt es auch Gebühren, unter 10.000 Euro zahlt sie eine Gebühr von 39 Euro an uns. Wer über 10.000 Einzahlungen hat, was eh der Durchschnitt bei JFDs, zahlt gar nichts an uns, das zahlt dann der Broker an uns. Ja? Also so entstehen dem Kunden auch keine Kosten, ja? Und auch keine weiteren versteckten Kosten. Deswegen gibt es auch keinen Vertrag mit uns abzuschließen, sondern ihr macht ein Konto beim Broker auf, das ist euer Konto, ihr habt komplette Gewalt über euer Konto, könnt sogar, obwohl wir davon abraten, in die Trades eingreifen, selber handeln, das ist bei den anderen nicht der Fall, ihr habt dort keine Möglichkeiten einzugreifen, ihr habt dort Kündigungsfristen von mehreren Monaten, das ist bei uns nicht der Fall, man kann mit einer Mail an JFD sofort kündigen. Wenn es einem nicht gefällt, wie gesagt, der, und ich stehe auch ganz offen dazu, hat ja schon einer gemacht, der wird sich dann ärgern, wenn der dann vorerst mal nicht drauf kommt, wenn dann die Märkte laufen. Das ist diese Ungeduld, die man hat, wenn man glaubt, man muss in 3 Wochen hier sofort das Riesengeld verdienen, dann ist man, wie gesagt, falsch hier. Hier geht es echt nur darum, wer nicht will, einfach eine Mail an JFD und wird sofort rausgenommen, keine Bindungsfristen. Das gibt es nebenbei auch nicht bei uns in der Vermögensverwaltung. Da ist auch jeder Kunde frei, kann natürlich jederzeit sagen, er möchte raus, nur muss man dann klar sein, dass wenn Positionen noch nicht abgesichert sind, wie die schließen, dass da auch andere Kosten entstehen. Dann weiters, die Transparenz, die gegeben ist, habt ihr hier, wie gesagt, durch JFD, weil hier allein am Abend im Reporting auf dem MetaTrader alle Kosten aufgezeichnet sind, von den Kommissionen, von den Swap-Kosten, alles sieht man eins zu eins und man kann hier nichts verstecken. Das ist bei den meisten nicht drinnen. Also zum Beispiel der Herr, der meinte, bei denen gibt es keine Agio, dass da eben keine Verkaufspreisunterschiede gibt. Steht sogar im Vertrag drinnen, dass es die gibt. Dort werden aber die Kommissionen nicht richtig genannt. Man sieht die nicht und man weiß nicht, was man da hier eigentlich für Gebühren bezahlt. Die Strukturen sieht man hier bei JFD sehr klar. Dann kommt noch was sehr, sehr interessant ist. Wie gesagt, hier liegt das Geld
bei euch auf euren Konten. Bei einigen Herrschaften, die meinen, wir machen hier eine Bank, da ist eine Bank dahinter. Wenn man sich das anschaut, hat die Bank bis jetzt keine Gelder auf dem Depot gehabt. Und auch in den Verträgen steht es drinnen, dass dieses sogenannte Copy Trading mit Eigenhandel betreiben darf, mit den Kundengeldern. Was hier auch sehr, sehr fragwürdig ist, wenn man sowas macht, weil das stellt sich bei mir schon die Nackenhaare auf, da eine Banklizenz zu beantragen, am Ende kein Geld zu haben und mit den Kundengeldern dann Eigenhandel zu betreiben als Market Maker. Ja, und zu behaupten, das sind Liquiditätspools dahinter, die nicht offen zu legen. Solltet ihr echt mal Gedanken machen, auf solche Sachen zu achten. Das sind sehr wichtige Punkte. Was gibt es noch? Ja, was wir so zum Beispiel rausgefunden haben, ist, dass da mehrere Unternehmen mit demselben Geschäftsführer im selben Gebäude sind. Man muss sich bei beiden anmelden. Dadurch entstehen den Kunden eben zusätzliche Kosten. Also schaut auch bitte darauf, dass es nicht irgendwie die Firma ist, da ist die Bank, da ist der Trader, da ist der und ihr zahlt einmal dem Gebühren, ihr zahlt einmal den Gebühren, am Ende sind es dieselben Personen. Auf das bitte auch Acht geben. Deswegen ist für mich nicht blind links reingehen, ich vertraue jedem mein Geld an, man sieht es immer wieder, sondern ein bisschen genauer drauf schauen, was sind das für Modelle, welche Kosten habt ihr, wenn es hier ein Market Maker ist, zum Beispiel würde ich mir Gedanken machen. Dann wenn dort zum Beispiel, wenn man das sieht, dass das zweite Unternehmen Rückvergütung im Vertrag drinnen steht, das heißt, die verdienen dann Kickbacks zusätzlich, da kommen wir auch dazu. Wir sagen zum Beispiel, in unserer Vermögensverwaltung verdienen wir an keinen Kickback, solange der Kunde nicht ein positives Ergebnis hat. Das ist vertraglich mit JFD sogar und in den Verträgen mit unseren Kunden fix geklärt. Da war sogar der Christian sehr erstaunt, wie ich gesagt habe, das ist bei uns so und wir verdienen keinen Cent, solange der Kunde nicht verdient. Ja, ist ja richtig. Man muss, danke Ali, ganz kurz, man muss ja sagen, auch Market Maker ist ja per se nicht unbedingt schlecht. Ja, es gibt auch Market Maker, die durchaus fair handeln und nicht alles ins eigene Buch nehmen. Ja, aber allein schon die Möglichkeit dessen, dass man es machen kann, ist eben schon ein Stück weit die große Gratwanderung an dieser Stelle. Ne? Durch Market Making kann man ja auch, sag ich mal, exotische CFDs aus Südamerika auflegen, die es so nicht gibt. Wenn der Kunde die handeln will, dadurch kann er es machen. Aber es ist natürlich ein eigenes Pricing, ein Inhouse-Produkt und natürlich immer die große Frage des Interessenskonfliktes, weil der Kunde natürlich, wenn er verliert, dem Broker sozusagen Gewinn gibt und das so ein Interessenskonflikt ganz klar ist, ne, an dieser Stelle. Ich habe nachher noch, Ali, wenn du durch bist, nochmal den Bildschirm dann ganz kurz zu mir, da zeige ich euch nochmal ganz groben Überblick und dann geht es dann auch schon gleich weiter mit diesem Market. Market Maker, ja, wie gesagt, nicht alles schlecht, aber wenn man es nicht sagt, sondern behauptet, man ist keiner, dann ist es halt Irreführung, das ist rechtlich sogar strafbar, wenn man den Kunden hier was sagt und dann eben das nicht stimmt, das war hier in einem konkreten Fall. Das wurde ja auch aufgezeichnet von einigen Kunden, die es uns angetragen haben, wir haben es uns angeschaut und auch gesagt, ja, wer da Copy Trading angibt und in Wirklichkeit eigentlich einen Market Maker dahinter hat, macht sich hier auch strafbar. Ja, wie gesagt, auch das mit dem Eigenhandel, sind solche Sachen, dass da auch in den Verträgen ein Komplettverlust eingegangen werden wird, obwohl man nur 35 angibt, da würde ich mir auch ein bisschen Gedanken machen. Wir sind, wie gesagt, also JFD ist ja nach den MIFID-Regeln schon reguliert, also nicht bei der BaFin gemeldet und nach den EU-MIFID-Regeln reguliert. Das ist der Unterschied zu den anderen Herrschaften, die eben nicht nach dem reguliert sind, sondern nur bei der BaFin gemeldet sind. Also bitte nicht irreführen lassen, wenn einer kommt und sagt, wir, eine Bank, bla bla bla. Und vor allem, wenn die Aussage kommt, ich mache das nicht des Geldes wegen, ich mache das nur der Herausforderung wegen. Bitte, das ist alles Schwachsinn. Wir wollen alle an der Börse Geld verdienen. Wir bei ATT machen das auch nicht oder ich. Ihr seht, welche Summen im Hintergrund bei mir laufen. Ich habe euch gesagt, das ist eigentlich Kinderkram im Vergleich in der Vermögensverwaltung. Auch ich mache das nicht, weil mir langweilig ist oder ich eine Herausforderung für mein Leben suche. Nein. Dann gehe ich lieber Basketball spielen und versuche meine Trefferquote dort zu erhöhen, macht mehr Spaß, sondern wir bilden hier die Leute aus, wir wollen hier Geld verdienen, wir wollen Trades finden, wir wollen hier mehr Händler im Team haben und, damit diese Sachen aufgehen. Hier geht es alles, was wir hier an der Börse machen, ist einfach nur Geld verdienen und da geht es darum, dass ihr aufpasst, wem geht so euer Geld, wohin geht es mit eurem Geld. Ja? Also ich kann da niemanden helfen, wenn die Leute blind links jemanden hinterherlaufen, weil sie glauben, das ist der große Guru. Ich bin hier in einem Video drin gewesen, der von einem Broker finanziert worden ist und handle aber die ganze Zeit auf irgendwelchen seltsamen Brokern, handle sogar mit einem
zyklischen Broker, bestimmt aber andere Broker. Also da will ich mir echt Gedanken machen, Leute, schaut drauf. Auch was wir hier sagen, bitte nicht blindlings vertrauen, nur weil ein Jurist hier sich hinstellt, das sagt, ich mache mich natürlich strafbar, wenn ich das hier schriftlich hinschreibe und es euch sage, was wir hier machen und das nicht stimmen würde. Deswegen seid die Konkurrenz da, ich sehe es nicht als Konkurrenz, sondern andere Herrschaften, die das machen, gehen da hier eine Straftat gerade ein. Das wird dann eh sowieso der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Das ist dann nicht mehr unser Problem. Wir machen das dem Gesetzesgefolge nach. Also schaut drauf, erkundigt euch. Generell ist das auch ein Thema bei unseren Schulungen zum Beispiel. Wir empfehlen niemals einem Schüler, geh zu diesem Broker, sondern wir empfehlen unsere Broker, die mit denen wir arbeiten, wo wir selber auch handeln, und sollen sich aber unsere Schüler selber damit beschäftigen, eine Woche lang, um herauszufinden, ob das so ist, warum das so ist und ob der Broker auch zu dem Konto und zu der Art des Trainings überhaupt passt von demjenigen. Ja. Das ist immer eine Aufgabe von den Schülern, damit sie nicht nur sagen, ja, der Ali hat gesagt, der Broker ist gut oder Ali ist dort, ich gehe auch blindlings dort. Nein, es ist euer Geld, beschäftigt euch damit. Das sind immer die größten Fehler. Ich schaue nicht, bei welchem Broker ich bin, kriege ich die richtigen Ausführungen, habe ich die richtige Software dazu und mache diese Fehler. Davor gelesen, schön, dass der Kollege da hier schon das Buch bestellt hat. Da ist auch das ein Thema, solche Sachen, auf die man eingehen sollte, bevor man überhaupt handelt, welche Broker ich brauche, all diese Themen. Da gehen die Leute eher schnell drauf ein, nehmen sich den nächstbesten, ohne drauf zu achten. Das wäre es eigentlich von mir. Chris, du wolltest ja noch... Ja, Ali, danke. Also wie gesagt, das war jetzt sehr überraschend. Oder sag mal, ich wusste ja gar nicht, dass du da, sag ich mal, so einen Vergleich mal gezogen hast. Aber richtig drum prüfe, wer sich ewig bindet, liebe Leute. Ja, ich meine, wir sind heute beim JFD Live Event mit ATT. Wir können nur das tun, was wir machen. Wir wollen Transparenz bieten, wollen das darstellen. Wie gesagt, wir versuchen da unser Bestes, und das Wichtigste ist, dass unsere DNA, auch wenn wir zypriotisch sozusagen lizenziert sind, ursprünglich deutsch-französisch ist, und wichtig ist, wie gesagt, das, was der Broker eben auch transportiert. Deswegen den Bildschirm direkt nochmal zu mir, bitte. Jetzt muss ich mal sehen, habe ich das von vorhin schon wieder ein Stück weit verdattelt, wie war denn das gleich? Ja, Dankeschön, ich glaube, Stefan hat mir zugespielt. Jo. Sehr gut. Alright, also, wie gesagt, heute Nachmittag nochmal die Ankündigung, liebe Leute, 14:15 geht es weiter, kurz vorm US-Opening. Da haben wir dann den US-Arbeitsmarktbericht auch schon verdaut. Zu dem, was Ali sagte, wie gesagt, die Transparenz, das ist das, finden Sie heraus wie. Ich will es euch zeigen, hier ist der Eisberg, das seht ihr in eurer Trading-Plattform, und das ist das, was unten rauskommt. Sprich, wo ist der Ausführungszeit, wie sind die Preise, gibt es negative, positive Slippage. Es gibt auch Broker, die leiten generell negative Slippage, sofern sie überhaupt am Markt ausführen, an den Kunden weiter. Alles Positive geht ins eigene Buch. Gibt es Liquiditätsanbieter? Wie groß ist der Bankenpool? Gerade Forex, der dahinter steht. Wir haben alle Tier 1 Banken plus Hedgefonds, also über 20 Ausführungs, sage ich mal, Möglichkeiten, also Pools, die uns sozusagen im Millisekundentakt Preise stellen. Kann ich da auch nochmal eine PowerPoint zumachen, beziehungsweise schaut es einfach mal da, was ich bei den IB-Days abgefeuert habe. Zudem auch die Ausführungsgeschwindigkeit und dergleichen hier alles im Post-Trade-Report nachweisbar ist. Ganz kurz, für euch vielleicht noch die Info, weil Ali das mit der Regulierung sagte, weil das immer wieder auch für den Deutschen ein Thema ist. Wenn ihr direkt auf unserer Startseite seid, wir behaupten nicht, dass wir transparent sind, wir können es nachweisen, A und O, B, aber auch hier natürlich die Geschichte der Regulierung, Segregierung des Firmenvermögens bei Read More, seht ihr, wie wir lizenziert sind, auch die Geschichte mit MiFID, was unser Standing ist, wo die Sicherheit für steht und dergleichen. Letztlich, liebe Leute, müsst ihr den Vertrauen natürlich uns oder euer Vertrauen uns entgegenbringen. Das ist ganz klar. Wir können eigentlich nur das machen, was wir schon seit knapp 6 Jahren tun, mit Transparenz nach vorne gehen, hier auch die Branche ein Stück weit revolutionieren. Und das, was wir machen, wie gesagt, da schauen schon viele auch drauf nach dem Motto, hey, was hat denn JFD eigentlich die letzten Jahre so groß gemacht? Und wir wachsen organisch sehr, sehr gut. Der Erfolg gibt uns recht. Und ja, wir fahren keine Lamborghinis und gehen jedes zweite Wochenende golfen mit dem ganzen Club. Das ist auch nicht unser Ansinn. Unser Geschäftsmodell funktioniert ganz anders. Wir sind auf langfristige Kooperation mit unseren Partnern, mit euch als Kunden angewiesen und dadurch auch natürlich dran bestrebt, hier natürlich den Profit zu streuen, sodass ihr praktisch einfach da auch erfolgreich werdet, weil nur das kann eine Win-Win-Situation sozusagen nach außen transportieren. Frage vom Alexander im April, wie viele Teilnehmer werden in der Ausbildung beim April dabei sein? Stefan, ich glaube 2025 ist so ein Credo. Ne?
Zwischen 25 und 30. Also wie gesagt, zur Not glaube ich, der Stefan wird noch einen Stuhl aus dem Nebenraum holen, wenn der Raum jetzt platzen sollte. Also ich denke, solange es jetzt nicht 100 Anmeldungen sind, was natürlich ATT freuen würde, finden wir da sicherlich irgendeine Möglichkeit. Wie gesagt, Jeff, Kunden. Wir haben ja da einen ganzen Saal, einen riesigen Saal im Zentrum eines alten Schlosses mit, was auch gleichzeitig ein Hotel ist. Also wir haben da genug Platz. Ein Grund mehr, dass ich da mal wahrscheinlich zu Gast sein werde, um mir das mal anzuschauen, was er da direkt macht. Terence, nein, das ist in Wien die Ausbildung. Da wird es auch nochmal ein Mailing geben. Terence, wenn du schon Kunde bei uns bist, wie ich vorhin gelesen habe, danke an dieser Stelle. Du wirst als Kunde ein Mailing bekommen. Also alle Live-Kunden erhalten spätestens morgen ein Mailing nochmal, wo wir dann nochmal gewisse Informationen weiterleiten. Ansonsten, wie gesagt, Gold wert. Heinrich, danke, dass dir das gefallen hat. Wie gesagt, es ging hier nicht um eine Werbeveranstaltung oder irgendwie was. Wir haben Markteinblicke, wir haben Trader-Skills gehört, wir haben die Vorgehensweise gehört, wir haben einfach ein Stück weit über den Markt gesprochen und das war sehr, sehr interessant in meinen Augen. Das, wie gesagt, liebe Leute, vergesst das nicht, kostenfrei. Einfach einen Zugang, um den Tradern von ATT über die Schulter zu schauen. Wir haben hier viele Meinungen gehört. Wir werden auch am Nachmittag sicherlich noch einiges hören. Und als Schmankerl, dass ihr auch kommt, am Nachmittag werde ich selbst auch mal was zum S&P noch mal zum Besten geben. Also S&P, der Leitindex aus den USA, der sozusagen hier die Richtschnur der Welt in Anführungszeichen angibt. Also da sind die 500 größten Unternehmen dabei und ich sage mal, die regieren, ich will nicht sagen die Welt, weil China darf man nicht außer Acht lassen, aber es ist im Prinzip hier Big Play und da will ich dann einfach auch mal ein Big Picture wagen, sozusagen, um mal den Ball so ein bisschen aufzufangen, den Ali heute Morgen hatte. Ob wir im kurzfristigen Trading heute Nachmittag was finden werden, das, wie gesagt, entscheidet der Markt, nicht wir. Wir werden sehen, was passiert. Dabei reiten sich die ATT-Jungs auch sicherlich reichlich vor, wie immer dann eben. Jetzt haben wir, wie gesagt, über 2 Stunden schon im Lot. Ich denke, der Markt ist jetzt schon relativ langsam im Mittagsflow, was ich so sehe. Der DAX bewegt sich kaum, Euro, US-Dollar auch. Ich habe jetzt in irgendeiner Range da umherzappelnd. Ich glaube also, dass wir hier am Nachmittag gerade vom US-Opening noch mal ein paar schönere Chancen finden. Aktien, wie gesagt, auch bei uns in der Produktpipeline angedacht, wird aber noch ein Stück weit dauern. Jetzt erstmal die Plattform wichtig, also Agena Trader, MetaTrader 5, da dürft ihr euch unverändert drauf freuen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir euch heute Nachmittag alle wiedersehen. Würde mich freuen. Wie gesagt, der Link bleibt der gleiche, weil ich gerade die Frage gelesen habe. Definitiv, definitiv. Danke auch für das Feedback. Jasmin, wir haben auch einige Damen hier. Das freut mich sehr, weil die sind ja auch Nicola, sehe ich, oder auch Uta, viele, viele Damen, das freut mich sehr, da wir hier ja sozusagen in dem Börsen- und Aktienbereich eine große Männerdomäne sind. Insofern ist es eben tatsächlich toll, dass auch hier Frauen zuschauen und auch dem Ganzen beiwohnen. Ich hoffe, euch allen, Frau wie Mann, hat es gefallen. Ich würde sagen, wenn jemand von euch noch was hat, ATT-Geist, ergreift die Chance. Wir werden das so machen, weil die Frage auch kam wegen der Ausbildung und Informationen. Wer Lust hat, wir machen das dann einfach am Nachmittag, wenn dann die Session eigentlich so gut wie vorbei ist, dann machen wir eine halbe Stunde Info, was die Schulung betrifft im April, was die Schulung im Juni betrifft. Es sind ja auch 3 Ausbilder, also ich bin dabei, der Stefan und der Felix sind dabei in Wien und online sind es auch mindestens 2 bis 3 Ausbilder. Also das daran braucht man keine Angst haben, wir haben jetzt, knapp 22 Anmeldungen, wir werden die Anmeldungen nächste Woche schließen. Also wir kommen im Durchschnitt so, es ist wirklich ein schöner, großer Festsaal, ein österreichischer Barocksaal. Man sieht es auch im Video, was wir auf unserer Homepage haben. Aber schaut euch das einfach an, das Hotel ist echt schön. Mittagessen ist dabei, das ist ein 4-Sterne-Hotel, also das ist auch dabei, Kaffee, Getränke. Wie gesagt, das sind keine Zusatzkosten, außer das Hotel, wenn ihr übernachten müsst. Das müsst ihr euch selber buchen, ist aber auch vergünstigt. Wenn er sagt, er kommt zu uns. Das werden wir dann alles später eingehen. Wie gesagt, beschäftigt euch mit dem Trading. Also ich sage nicht, kommt unbedingt zu uns. Das ist jetzt die Ergebnisse, ist jetzt die Referenzen, die wir haben, die Live-Trades, die wir immer wieder machen. Ich habe meine Schüler schon, und zwar extra meine Schüler immer wieder zu Live-Trading-Veranstaltungen geschickt. Die haben gezeigt, was sie können. Und darum geht es ja, dass ihr es lernt und nicht der Guru, der Supertrader ist und ihn anhimmelt. Wir sind ja keine Rockstars, sondern es geht darum, man will Geld verdienen, man möchte eine Ausbildung machen und darum ist es bei uns Ausbildung und kein Coaching. Und wir sind keine YouTuber, die jeden Tag irgendwelche YouTube-Videos machen, sich vor die Kamera stellen. Dafür haben wir einfach nicht die Zeit und das ist nicht unsere Art,
sondern wir sprechen die Schüler füreinander, die das einfach weiterempfehlen, Mundpropaganda machen, weil sie sehen, sie haben schon 3 Schulungen hinter sich und hier geht es weiter. Das würde ich am Nachmittag vielleicht für diejenigen, die es interessiert machen, damit es nicht am Ende wie eine Verkaufsmasche oder Veranstaltung kommt. Natürlich Informationen gehören dazu. Das für diejenigen, die Interesse haben, weil es vorkam, ob wir darüber noch sprechen, ja, gerne, machen wir einfach nach der Nachmittagssession, wenn dann wir vorbei sind und diejenigen, die Interesse haben, bleiben einfach drinnen. Dann können wir aufs Copy-Training eingehen, auf den Signalins eingehen, ihr könnt es alles auf der Homepage bei uns sehen. Signalins kann man auch gratis 2 Wochen lang testen. Da haben wir auch letztes Jahr ein gutes Ergebnis gebracht. Momentan läuft es so auch gerade mal in der Gewinnzone minimal, aber ist klar, wenn die Märkte noch nicht da sind, ist so. Training ist auch Geduld, Leute, ja, auch Ausbildung. Ihr seid hier mit eurem Geld am Markt, das geht nicht von heute auf morgen. Auch ich habe es nicht an einem Wochenende gelernt. Hat auch bei mir mehr als ein Jahr gedauert, bis ich so weit gekommen bin. Und vielleicht am Nachmittag sind dann noch mehr Trader dabei von Schülern von uns, die können dann auch gerne sich mit euch unterhalten, weil wir verstecken unsere Schüler nicht. Ihr könnt denen direkte Fragen stellen, diejenigen, die das gerne möchten. Sehr gut. Ali, vielen lieben Dank. Also das war auch gut, dass du es nochmal gesagt hast. Wie gesagt, wer da Interesse hat, kann da am Nachmittag ja auch auf jeden Fall zum Ende hin da nochmal reinschauen. Wie gesagt, wir machen hier im Prinzip einen Mix aus allerlei. Wir haben jetzt ja auch keine Roadmap, wie wir hier mit dem Webinar abfahren. Ja, also wer hier das Wort wann kriegt, was er zu sagen hat, das ist alles intuitiv, eine Art Traders Talk. Das ergibt sich auch aus der Diskussion, auch vom Marktgeschehen. Ihr wisst, die Live-Events, wir haben einerseits Junior oder unbekannte Trader, wir haben andererseits Service-Anbieter, andere, die Coaching betreiben, wir haben Signalanbieter, jetzt auch mit ATT, wie gesagt, und das fahren wir weiter fort. Wenn es euch gefallen hat, wenn wir noch mehr von den Live-Events wollt, schreibt es unseren Kundenservice at support, also support@jfdbrokers.de. Nach dem Motto, geiles Ding, wollen wir mehr, wollen wir öfters, weil die Idee ist auch, dass wir das frequenziell hochschrauben, also dass wir mehr solche Live-Events machen und wenn es der Markt hergibt, dann wird eben rund um die Uhr getradet. Wenn es das nicht der Fall ist, dann reden wir eben über gewisse Rahmenbedingungen, über Möglichkeiten, über Ausbildung, über Psychologie. Der Markt ist da sehr, sehr facettenreich. Also Heidi, vielen Dank, Inko, vielen Dank, Dennis, vielen Dank, Jürgen, vielen Dank. Also vielen Dank an das positive Feedback, was ich hier über den Chat bekommen habe. Wie gesagt, haut das an unseren Support raus, die freuen sich auch insbesondere und ich kann euch nur den Tipp geben, wenn ihr uns testen wollt, tut's per Demo, ja, können wir machen, unbegrenzt, aber wer uns live testen will, natürlich auch hier partizipieren will an echten Preisen, der kann gern uns testen. Wie gesagt, das Angebot herrscht über ATT, über uns, Sie können ein Konto eröffnen, kleines Gimmick vielleicht, wer heute ein Live-Konto eröffnet, dem lege ich noch 20 Free Trades oben drauf, wenn er dem Kundenservice dann eine Info gibt nach dem Motto ATT Live-Event hier März, dann können wir da durchaus ein Arrangement treffen für unser Danke an euch, dass ihr heute dabei wart. Wie gesagt, wir können nur überleben, wenn ihr überlebt und vor allen Dingen, wenn ihr erfolgreich überlebt an den Märkten. Das ist uns ein ganz großes Anliegen und wie gesagt, ATT leistet hier einen großen Beitrag, wie natürlich auch andere unserer Partner. Das muss man sagen, wir selektieren hier auch sehr stark und da dürft ihr euch dieses Jahr noch auf einiges freuen. Wir haben da auf jeden Fall noch ein Stück weit mehr vor in Sachen Transparenz, in Sachen Marktauftritt und ja, bleibt gespannt. Seid uns treu, bleibt uns treu. Ich sage danke, dass ihr dabei wart. Für den Vormittag am Nachmittag 14:15 geht es weiter. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was wir da aufrollen. Ich sage erstmal danke, würde jetzt gleich das Webinar beenden, also nicht wundern, wenn der Bildschirm weggeht, ja, an dieser Stelle. 14:15, ihr könnt euch schon 14 Uhr anmelden, 14:15 rund geht's los. Und da freue ich mich auf die nächsten 1-2 Stunden. Ach Quatsch, was sage ich? 2-3 Stunden. Vielleicht machen wir auch bis 19 Uhr abends, Ali. Also können dann auch 5-6 Stunden werden. Warten wir mal ab. Also, in diesem Sinne, eine gute Mahlzeit. Genießt den Sonnenschein, der sich hier sozusagen im süddeutschen Raum erstreckt. Auf bald in diesem Sinne. Beste Grüße. Danke an das ATT-Team. Und ich freue mich auf die Nachmittagssession. Ich sage ciao dabei und bis bald. Ja, bis später. Ciao. Bis später.